Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Nein, ich möchte euch nichts verkaufen, aber da sitzt der Haufen, denn der Fahrer ist da mit einem weiteren Special und Gast auch noch dazu, die Shenaya, das ist da drüben. Die kennt ihr ja beide. Wir gucken immer ihre Videos, wir gucken immer seine Videos. Ihn kenne ich ja eh schon das ganze Leben lang. Der hat gesagt, er möchte unbedingt noch ein Winterbier-Special machen, ein Winterbier-Tasting. Hat jetzt 20 Winterbiere rausgesucht. Ich habe absolut keinen Bock gerade, bin müde, lag im Bett, was weiß ich. Aber ihr wisst, ein Bier macht immer gute Laune. Mal gucken, wie sich das im Laufe des Tastings ändert. Er wird wahrscheinlich wieder die halbe Weltgeschichte erzählen können. Streifen auch mal ganz kurz hier durch. Guckt euch das doch mal an. Das ist die Shenaya. Hier ist jetzt aufgebaut 10 Winterbiere. Die trinkt die Shenaya. Und hier 10 Winterbiere, die trinkt der Fahrer. Das ist das Bonusbier für den Thomas. So, da freut er sich nämlich immer, wenn er Bonusbier hört. Wir werden wieder bewerten, wie beim Kalea-Prinzip, das Etikett von 0 bis 5 Punkte. Wir werden die Farbe vielleicht uns kurz anschauen. Es regnet auch schon wieder. Und ja, den Geschmack natürlich. Möchtet ihr noch was sagen, bevor es losgeht? Ja, Bierpower. Bierpower. So. Ach so, weil es die Winteredition ist mit den Winterbieren, werden wir heute auch mal das Cabby wegnehmen und werden uns auch einfach eine Wintermütze aufsetzen. Da passt das besser zum Bild. Oh. Nachträglich kann ja der Cutter, ne, der kann ja noch Schnee einfügen und ich habe ja gar keinen. Ich selber kann das nicht, deswegen müssen wir es lassen. Ich glaube, die ersten Tropfen sind nur auf der Linse. Ich weiß nicht, ob man das. So, wir fangen an. Ich kann ja mal hier so tun. Gut, dass du das sagst, da komme ich immer mit meinem Fettdaumen und dann passt das. Dann haben wir Lenzflares. Ja, egal. Das ist das immer ein Genuss? Heißt so die Firma oder was? Nee, Landskron. Das kommt aus Görlitz. Als ob ich wüsste, was, wie das heißt, nur weil die da so ein Pi-Zeichen hinmachen. Das ist das erste Winterbier aus Görlitz, sagt er. Winterhopfenfestbier, das traditionelle Landskron-Brauverfahren. Ja, das Ding hat 5,3%. Muss man da jetzt immer alles vorlesen? Seit 1869 brauen wir mit handwerklicher Sorgfalt Bierspezialitäten nach traditionellen Verfahren. Ich will gerade eine, dass ich dumm bin. Ich habe das aus Dresden vergessen. Das Dresdner ist nicht da. Ja. Grüße an Henry. So, wie? Guckt euch mal das Etikett an. Da ist ja hier viel Gold mit drin. Das sieht alles schön weiß, Schneelandschaft aus. Hier ist da eine Stadt im Schnee eingehüllt. Da Rentiere, die ziehen den Schlitten weg. Hier die Bäumchen eingeschneit. Hier hinten nochmal so. Also sieht eigentlich richtig toll aus. Auch hier nochmal die Bäume und alles. Feinhopfenaroma. Was gebt ihr für Punkte fürs Etikett? Das ist eigentlich ganz schön. Sieht aus wie bei so einem Adventskalender. Ein Adventskalender. Schokolade drin. Eine 3. Mit schlechter Schokolade. Ich 3 würde, Punkte? Ich würde eine 4 geben. 4 sieht, Punkte? Sieht schön bunt aus. Also ich habe es wegen dem Etikett gekauft. Dann gebe ich eine 5, da ist sie leider perfekt. Ich bewerte nämlich jetzt nicht einfach das Etikett, sondern das Winterbier-Etikett. Und für ein Winterbier ist das einfach richtig toll, gefällt mir und das ist ziemlich hochgegriffen. Dann machen wir es mal auf. Guckt euch mal den Kronkorken an, da ist noch ein Gargoyle drauf, so eine Figur, ne? Müssen wir aufheben für den müssen wir sammeln für Bianca. Wir sagen, wir haben sie da in der Hecke, haben wir sie alle aufbewahrt für sie. Da kann sie sie dann abholen, wenn sie mal hier vorbeifährt mit dem Bus. So. Oder sogar Gewinnspielcode drin, guck mal, hast du das gesehen oder was steht da drin? Da sind wieder irgendwelche Sachen drin, ja. Was genau das ist, das weiß ich gar nicht. Bis jetzt gefällt mir die Farbe erstmal. Ich weiß gar nicht, wie man das mit dem Einschenken macht, dass es gerecht ist. Sonst ist man es gewohnt, einfach reinzuschütten und dann passt. Aber bei 3, da muss man ja wieder umdenken. Das ist jetzt ein Eichstrich mit dem Filzstift drauf machen müssen. Das man ja. Aber dann hast du irgendwie ein halbes Glas mit Schaum und. Eich. Die Farbe kann ich ja schon mal zeigen. Die sieht eigentlich sehr cool aus. Ein schönes. So, tun wir es mal darüber. Shenaya hat keinen Kopf mehr. Genau, die Kopflose. Farbe, es ist sehr klar, es ist richtig kräftig goldig. Würde von mir wahrscheinlich auch 5 Punkte geben, weil ich bin heute großzügig. Was hast du? Es riecht nach Bier. Also die Farbe, da würde ich auch 5. Also das hat eine richtig schöne goldene Farbe. Ich sag 4.
Jenna sagt 4, ich sag Prost. Dann schütz mal weg das gute Winterhopfen. Würzig. Weihnachtsfestbier. Meins schmeckt nach Eisen. Das ist aber bestimmt vielleicht von dem Schnitzelfritz, wo ich vorhin noch der Bianca ihre Mangosoße drauf habe und alles. Habe ich jetzt einen anderen Geschmack. Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwie ein Feldschlösschen jetzt auseinander hatte und dachte mir so, toll, den Scheiß gibt's ja auch. Hätte das gar nicht in Hoyerswerda kaufen müssen, so wie das Landskron. Feldschlötzchen. Naja. Oder vielleicht habe ich mich auch getäuscht und das war das Landskron, was ich hier hatte. Muss man den Geschmack wirklich bewerten? Das schmeckt sehr dünn. Weil das so, ich finde, man kann es gut trinken, ja. Aber beim Absetzen habe ich wieder sowas auf der Zunge, so wo ich sage, ja, das ist ein bisschen stumpf, bisschen pelzig, bisschen. Aber man kann es erstmal gut trinken. Gibt ja welche wie die Ipa, Apa, Bale Ale, weiß ich, was weiß ich, weil du bei jedem Schluck einfach nur denkst, ah, hier ist nur ganz am Ende. Wollen wir uns das nächste schon mal angucken, ja. In Ruhe. Was machst du da? Ich hab Willst du das auch machen oder Götter. Was? Macht ihr links und rechts immer das, ja. Ach, jetzt haben wir Weißbier, guck mal. Das erste Weißbier heute. Bodenwörer Bierspezialität. Winterweiße. Familienbrauerei. Jakob. Der Jakob, ihr seht die Familienbrauerei. Da ist die Brauerei und da ist der Jakob obendrauf. Das haben wir, das haben wir in Erfurt gekauft, oder? Ja. Sehr schönes Etikett. War das nicht in Altenburg? Wir waren nicht in Altenburg. Altenburger Senf. Oh Gott, wie hieß er nochmal? Nee. Wir waren in Gera und in Weimar. Solange sie rätseln, wo sie eigentlich herkommen. Gera, Weimar und haben wir das Bier mit 5,3%. Wir sind zwischendurch mal irgendwie umgestiegen, das weiß ich noch. Das war, wo der Thomas dabei war. Das haben wir in Erfurt irgendwo gekauft. Winterweiße klingt auf jeden Fall gut. Es scheint wohl doch aus Erfurt irgendwo daher zu kommen, da aus der Ecke. Sieht auch schön feierlich aus. Hat halt eher so blau. Ist aber nicht ganz so edel wie das erste. Da war da noch mehr Gold drin, hat mehr geglänzt. Da nur 4 Punkte von meiner Seite aus. Der ich gebe Jakob. Mir gefällt 5. Winter! Nun kommt wieder die Zeit für all das Schöne, Wertvolle und Innige. Zu diesem guten Gefühl passen die feinen Jakob-Winter-Biere. Ideal für einen gemütlichen Abend mit lieben Freunden in der Stuben. Ideal aber auch für diese traumhaft friedlichen Stunden in der Stadenzeit. Was ist Staden? Viel Freude an den kurzen Tagen und langen Abenden. Herzlichst, ihr Markus Jakob. Tja, der konnte sich nicht entscheiden, wie er heißt, hat er sich einfach 2 Namen zugelegt. Ja, wir machen es mal auf. Oh, der Kronkorken sieht aber cool aus. Der Kronkorken, den müssen wir wieder aufheben für die Bier. Den müssen wir noch extra bewerten. Frau, wieso bewertet man den Kronkorken? Der ist also ein Wappen, ne? Guck, Wappen, ey, yo, Wappen. Fertig. Schenkt man mal der Dame hier zuerst ein. Wollen wir der Genaya immer einen Schluck weniger einschenken und das meiste bei uns aufteilen? Aber das Weißbier, das freue ich mich jetzt drauf. Das habe ich selber auch noch nicht probiert. Also manche Biere habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Und habe mir gedacht, ich bin froh, wenn ich dann, bevor ich eine Flasche ekliges Bier trinken muss, dann nur ein Drittel davon saufen muss. Dann muss ich bei mir aber erst immer den Hebel im Kopf umschalten, wenn da steht Weißbier. Und dann ist es immer so braun und dunkel. Ja. Also das ist ein richtig schönes dunkles Weißbier. Ja. Dunkles Weißbier, ja. Das ist ja. Mensch, die helle Nacht heute Abend wieder, ey, da freue ich mich immer so, wenn es nachts immer so hell ist. Ja, 4, Jakob, von mir hier haben wir ja und überhaupt. Farbe, ja. Das ist halt Weißbier, ne? Das ist drüben. Aber die Farbe ist ein schönes. Die Farbe ist schön, aber schön dunkler Malz. So. Was gebt ihr für die Farbe? Eine 4. Wäre es nicht so trüb, würde ich 5 geben. Ja, das ist so Weißbier, das ist aber immer so. Was hast du für die Farbe? Ich sag 4. 4 und 4. Ich gebe 2, weil ich finde die Farbe nicht. Das sieht so ausgewaschen halt aus und dann auch noch das Trübe und dann auch alles. Das erinnert mich halt wie an eine Cola, die schon 10 Jahre in der Sonne stand. Finde ich jetzt nicht so. Ach so, Prost! Riecht wieder nach Banane, das ist sehr schön. Das ist das schöne Weiße. Das hat irgendwie so ein bisschen wie wenn du hier diese Spekulatius isst. So einen ganz kleinen Touch hat das. Also ich würde da 5 Punkte jetzt geben. Auf ein weihnachtliches, also Winter, Weißbier, ja. Das ist gleich 5 Punkte. Magst du noch ein Stück näher rutschen hier so hinter? Weil
Da ist es, genau, guck mal, perfekt. So, wir haben kurz mal die Kamera neu justiert. Ja, geschmacklich sage ich da ja gar nichts dagegen. Also ja, das schmeckt sehr gut. Das sieht aus wie Spekulatius und schmeckt auch so. Ja, das stimmt. Das ist ein Weihnachtsbier. An Weihnachten erinnert es mich jetzt nicht, aber es ist halt... Es ist auch ein Winterbier. Ich sag mal, es ist ein Genussbier. Das würde ich nicht einfach so wegschütten. Da würde ich jedes Mal einen kleinen Nipper nehmen und diesen Geschmack einfach genießen, der da so rankommt. Weil das passt halt so. Oder werden wir heute nie wieder fertig. Aber das ist bei, so. Ja, das so wie, das machst du eins auf und trinkst das den ganzen Abend so. Mhm. Also würde ich so schaffen zumindest. Richtig lecker. Da gebe ich 5. So. Alle schauen. Da gebe ich, was gebe ich denn? Ich gebe, da gebe ich halt eine 4. So, weil es ist halt das, was es ist. Ja. Da muss man halt auch mal mit der 4 rankommen. Jetzt kommt das gute Kulmbacher. Jetzt haben wir wieder hier ein, ich schieße den Deckel nicht weg. Sammelt die Bianca auch sowas? Müssen wir das abmontieren oder was? Ich wollte schon gerade sagen. Winter Weißbier Naturtrüb. Kannst einfach hier dann einfach die Flasche abhauen. Das brauchen wir gar nicht testen, das haben wir ja eben schon gehabt. Da ist ein Kapuziner, Mönch. Weißbier, Kulmbacher, Mönch. Also das ist, ich muss sagen, ich mag solche Bügelflaschen nicht. Da komme ich mir immer vor wie im Mittelalter und ich möchte was mit Deckeln und so. Da ist der Whale, gespielt von Brendan Fraser. Und das ist eigentlich sehr stimmig. Also wer so auf so ein Mittelalterfest geht, sagt, das ist toll, aber von mir nur 3 Punkte, ja. Wegen eben auch dem Bügel und dem, das ist halt so Papierdings, das glänzt nicht, aber irgendwie ist es cool, aber es ist halt alt. Das ist einfach nur 3. 3 auch, du auch 3, ja? Hm, mehr nicht. Exklusiv, nur in der kalten Jahreszeit gebraut ist Kapuziner Winter Weißbier. Die herrlich süffige Weißbier-Spezialität für die gemütliche Zeit. Tief in den kalten Lagerkellern unserer Brauerei entwickelt dieses bernsteinfarbige Weißbier einen prickelnd vollmundigen und vollendeten obergärigen Charakter. 5,4% passt. Na, wo habt ihr das her? Den dicken Whale. Den haben wir aus... Opa! Das klingt gut. Aus Opas Keller, genau. Und wo wohnt der? In? Kulmbach. Ach so. Auch wieder so eine Farbe. Ja, war den Kulmbach auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, das gibt's überall. Das die Klare gibt's überall. Ich hab das noch nicht gesehen. Das ist keine Ahnung. So, ja, der hat ja natürlich... Ich glaube, wir haben eigentlich nur ein Butterbier nochmal nachgekauft. Ja, der hat ja alles schon vorher gehabt. Was? Ich? Der Strudel. Der Strudelman. Also ich hab die noch nicht probiert. Weil es dir so gut schmeckt. Kriegst du jetzt mal noch einen Schluck. So. Dankeschön. Ich überlege gerade, welches. Also das Störtebäcker habe ich schon probiert. Störtebäcker. Störtebäcker, Störtebäcker. Sagt ihr Störtebäcker oder sagt ihr Störtebäcker? Störtebäcker. Das eine ist Bäcker, Deutsch, und das andere ist Englisch, Baker. Ne? Bäcker und Baker, das ist ja beides das Gleiche, nur einmal Englisch und einmal Deutsch. Aber wenn es CK wäre, dann müsste es ja mit CK geschrieben werden, weil da ist der Störtebäck. 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 So, Farbe? 3. Kriegt von mir wieder 2, wie eben schon das andere. Die Cola stand sogar noch länger, die ist nämlich ein bisschen heller als die andere. Da ist fast gar nichts mehr drin. Also riechen tut schon mal nicht gut. Aber hat wenigstens noch Kohlensäure drin. Naja, dann, der probiert immer erst und dann macht er die Flasche auf. Guck, deswegen. Ja, kann man auch gut riechen. Das hat auf jeden Fall ein Röstaroma. Ich weiß gar nicht, wie, ob das dunkler Malz, ob das wirklich jetzt eine Sorte ist von Malz oder ob man das einfach nur mehr verbrennen lassen hat. Dass es dann dunkler Malz ist. Da kriegt es bei mir nur 3 jetzt, weil irgendwie fand ich das davor milder. Mhm. Das brennt mehr. Ich finde aber, dass das einen guten, schönen Nachgeschmack hat. So. Nee, ich finde das eigentlich ganz. Also ich sag jetzt mal, durch den guten Nachgeschmack würde ich da jetzt. Ich gebe 4. Ja, 4. Das könnt ihr ja halten wie der störte Baker, deswegen. Guck ich schon mal, ich muss ja eh mal vorlesen, da habt ihr ja Zeit. Tust du eigentlich mal den Schaum weg oder tust du den Mönch in die Wiese werfen? Das ist nach eigenem Ermessen, habe ich gehört, muss man einmal gucken. Braukunst aus Franken, da steht ein großes L.
für Leikheim. Leikheim, Wintertraum, fränkische Familienbrauerei. Leikheim, Wintertraum 5-4. Weil irgendwie finde ich dieses Etikett langweilig. Das sieht so Pappe aus, das Etikett. Also ja. Das haben sie wahrscheinlich, hat wahrscheinlich einer auf seinem Handy auf dem Weg zum Zug oder so gemacht. Das ist ja eh wieder eine Bügelflasche, aber wo andere ein sehr detailliertes, schönes, strahlendes Etikett haben, ist das hier so einfach ausgeblasst. Wenig Farbe. Hier unten will ein kleines Schneedorf reinkommen, aber da ist schon wieder die Schrift drauf und es sieht halt so leer aus und dadurch. Nee. Ein Punkt Etikett. Ja. Bei also mir. Das ist wirklich hingerotzt. Merkst du es nicht? Ach so, du hast das. Was hast du für Punkte? Das kann schon sein. Zwei. Mit GPT, lass ein Bild machen und fertig. Leikheim Wintertraum. Kräftige fränkische Bierspezialität, vollmundig und malzaromatisch im Geschmack. Eine Gaumenfreude für die kalte Jahreszeit. So kräftig schmeckt daheim. Also das Leikheim vom Fass mag ich. Das gibt's Germania. Beim Inder unten. Dann machen wir das mal auf. Toll. Wow. Ist das überhaupt jetzt auf? Jetzt ist es auf. Toll, das ist. Ich hätte nicht dagegen schnippen sollen. Jetzt tut mein Finger weh. Hilfe. Solange er nicht gebrochen ist. Bestimmt auch. Zweimal sogar. Wer zweimal geschnippt. Oh, endlich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja klar, aber das ist ja kein Weißbier. Das ist ja klar, dass das kein Weißbier ist. Das ist ja nur ein ganz normales Pilzbier. Winter. Keine das ist ja auch nicht das große Weißbier-Tasting, sondern das ist ja das. Also die Farbe sieht schon mal ein bisschen schwächer aus als beim ersten, muss ich echt sagen. Wenn du es schon dahin hältst, dann tue ich auch noch mal was rein. Also hoch und runter. So. Du kriegst noch einen Schaum. Wenn es nicht schmeckt, schütte ich es eh weg. Weil ich habe keine Lust, dann. Der Schaum, den kann man ja dann weg. Ich muss noch fahren. Ja, ich auch. Du heißt ja auch der Fahrer. Wo fahrt ihr denn so hin heute alles? Ich fahre nach Eisfelden. Ich fahre nach Hause. Zum Dilan-Grill, Chili-Cheese-Döner. Schmeckt nicht mehr so wie sonst immer. Deswegen. Ich mache den immer ohne Käsesoße, sondern mit Dönersoße, also mit Tzatziki-Soße. Halt. Dann ist da aber kein Chili-Cheese mehr. Na gut, durch den Pizzakäse vielleicht. Ja, die machen ja Pizzakäse. Also das ist schön. Klar muss ich sagen, das ist mir aber ein bisschen zu hell von der Farbe. Deswegen hat es 2 Punkte von mir. Ich sag 3. Ja. Es ist immerhin klar. Ein mehr oder weniger, da fühle ich mich immer noch gut, so, wenn ihr da um mich rumfliegt. Prost. Ihr könnt ja ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ich erst trinke und dann anstoße, müsst ihr eins trinken. Genau so ist das. Ja, nur deswegen trinken wir auch. Also trinkst du die ganze Zeit einfach schnell, damit wir trinken müssen. Ja. Das ist echt lasch. Huiuiui, da hat er uns aber wieder eine Nase. Also dafür, dass das ein stärkeres Pilz sein sollte oder so, oder ein stärkeres Export, ist das ganz schön dünne. Oder der Geschmack ist jetzt schon verwöhnt von den anderen Bieren, die stark waren, von den weißen Bieren. Wobei, der Nachgeschmack ist ganz gut. Mein Profi-Tipp für euch zu Hause, schnell das Glas austrinken. Da ist nämlich meistens noch so viel Schaum im Glas. Und diesen Schaum, den kannst du dann einfach rauswerfen. Wenn man wartet, bis der Schaum sich umwandelt, dann ist ja wieder noch mehr Bier. Dann musst du ja auch mehr trinken. Aber wenn du schnell trinkst, bis beim Trinken geht der Schaum dann wieder hin. Und dann hast du gleich so, und dann so kann man 20 Bier trinken und fühlt sich, als hätte man nur eins getrunken. Klappt zwar nicht, aber hört sich erstmal interessant an, die These. Also ich würde für den Geschmack 4 Punkte geben. 4? Ich 3. Das ist ein Bier, das würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also vom Fass schmeckt das Leikheim sehr gut, aus der Flasche schmeckt es total langweilig. Also ich gebe auch 3, aber ich würde sagen, ich würde es nochmal kaufen, so, weil ich fand da nichts Schlimmes dran, aber halt auch nichts besonders Gutes dran und deswegen bleibt es für mir genau in der Mitte. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Leikheim und Jakob, würde ich das Jakob nehmen. Hast ja gesagt, es ist leicht, ne? Das ist sehr dünn. Es ist leicht und es ist dünn. Das ist das typische Weltenburger Layout, nur dass da ein paar ganz wenige Elemente. Ach, das sind Märzen sogar. Wintertraum Märzen. Sag mal, das ist wirklich. Fängt immer einen Satz an und beginnt den nächsten, ohne den ersten zu vollenden. Deswegen haben wir jetzt ein Anno 1050. Das ist. Oh was Gott, ist das? Von wem? Von dem Kloster, die haben ja schon vor. Weltenburger Kloster. So heißt das Produkt. Ja. Also das Produkt heißt Wintertraum Märzen von Weltenburger Kloster. Ihr seht ja auch wieder, da ist halt so ein langweiliges Kloster. Sie haben sich ein bisschen Mühe gegeben, indem hier da ein bisschen goldleuchtend drumrum ist. Das ist halt das andere, das Kapuziner. Das sind Schneeflocken. Goldige Schneeflocken. Das Kapuziner ist ja auch ein Klosterbier, wo auch das Etikett so schlicht ist. Das ist wahrscheinlich so. Und was gut ist, hier ist ja eher blau
Und hier haben es nochmals lilane reingearbeitet, damit du nochmal Highlight hast. Ne? Also, ich sag vier, aber nicht wegen also ich sag auch vier, weil das schlicht gehalten und trotzdem nicht ganz so langweilig ist. Ich finde es. Die Argumentation verstehe ich, deswegen gebe ich 3. Weil ich finde es auch schlicht, aber gleichzeitig auch trotzdem ein bisschen edel. Aber es reicht für mich trotzdem nicht für eine 4. Also 3,5. Es kann froh sein, dass es keine 2 kriegt. Das hat das Edle, hat es gerettet in die Mitte. Wenn Gold ist, immer ein Punkt mehr. Ein Fest für die Sinne. Das bernsteinfarbige Märzen mit karamelligem Duft und einem vollmundigen, malzigen Körper. Kräftig und ursprünglich. 5,4%. Hat auch hier so. Der Deckel sieht aus wie von so einer Bio-Limonade, ne? Das erinnert mich daran. Der ist wieder für die Schneier. Die Müller pur, komm, die grüßen bestimmt gleich wieder. Jetzt, die gucken bestimmt, die waren doch hier letztens. Aber Bianca bastelt doch nicht. Verdammt, die müssen erst sagen. Die müssen mal filmen, wie sie grüßen. Die freuen sich jetzt. Oder die fahren jetzt bestimmt noch mal. Jetzt mich, wenn mit Julchen jetzt bist du schon die Bianca. Siehst du, also die gehst du alle durch da. Der Tisch wird trocken. Ich zeig's euch nochmal und dann fülle ich's mal ein. Das ist der perfekte Himmel, den du beim Tasting erwartest. Denn die Wolken sehen dann auf der Kamera immer sehr gut aus. Das hat Bernsteinfarben, stimmt schon mal. Oh, herrlich. Ich muss aber sagen, ich hatte letztens ein normales Weltenburger. Das hat nicht so geschmeckt. Vielleicht hatte ich da auch keinen Durchsperr. Aber das Farbe würde ich auf jeden Fall. Theoretisch kann ich. Märzen hat roten Malz oder so. Ja, das wirst du ja schon zeigen. Sehr schlauer, ich würde euch immer das meiste einschenken, wenn ihr das sowieso immer unterm Tisch verschwinden lasst, da ist es ja, kriegt's ja keiner mit. Nur wenn es nicht schmeckt. Oder wenn es. Ich freue mich dann immer auf Besseres. Diesmal stoße ich an. Da gibt man wieder mal 5 Punkte, weil das ist sehr klar und das ist auch eine Suppe vor und das sind 5 Punkte. Ja, das schmeckt, typisch ein Wildenburger Klosterbier. Wieso redet ihr eigentlich immer normal und ich muss immer so, als wäre ich in einem Volleyballspiel. Wenn die immer da gestanden haben, früher Punkte, Punkte. Das ist doch. Und ich immer denke, was machen die immer, ne? Ja, egal. Und wie schmeckt's? Ja, so wie das wäre. Guck mal, die Sonne kommt. Guck mal, blau, es reißt auf, blauer Himmel. Jetzt kommt die Sonne, jetzt wird ja, das Video. Ja, weil wir jetzt Geld trinken. Also ich würde da nur 3 Punkte geben. Der Nachgeschmack ist komisch. Deswegen habe ich so gute Laune, weil es aufreißt. Der Himmel reißt auf. Das Weltenburger muss man mögen, ich mag es nicht so. Und weil die Müllmänner da sind, wir bewerten nicht das Bier, wir bewerten die Umgebung. Ja, genau. Die Umgebung ist Müll. Das letzte Mal haben die echt noch in der Runde gedreht hier. Achso, nee, das war beim Schwarzbacher. Also Farbe hatte ich 5 Punkte, aber ich finde vom Geschmack, das hat wieder so ein bisschen eine leichte Bittere hinten dran. Ja, das ist sehr herbes Bier. Stört mich ein bisschen. Ich würde. Vielleicht haben die hartes Wasser. Ich würde nur 3 geben. So. Man darf das ja auch nicht allzu hoch wegen der Farbe, ne? Muss man schon mal wirklich auf den Geschmack. Aber es ist ein Märzen, was die eine anständige Farbe hat. Das stimmt. Flötzinger. Das erinnert mich an den Film hier mit den. Ah, ne? Jetzt kommt das Kindergartenbier. Guck, das Ganze auch der Kindergärtnerin geben und die sagt: Kinder, kommt uns Flötzinger! Und alle freuen sich. Das können die Kinder, die kriegen das eigentlich mit einem weißen Etikett, jeder eine Flasche und die können das dann selber bemalen. Flötzinger hat doch der Marv Con. Der hat doch in der einen Gruppe hier, in der Geburtstagsgruppe, als er noch drin war, hat er doch immer Flötzinger gepostet. Und dann habe ich gesehen, dass hier in Meiningen, im Getränkeding, gibt es ja auch Flötzinger Spezi sozusagen. Die war dann auch ganz cool eigentlich. Aber so ein Weihnachtsbier habe ich noch nie gesehen. Das ist aber jetzt scheiße. Wo kommt die Brühe her? Jetzt kommt die Sonne. Das ist aber, da sehe ich ja gar nichts mehr. Dann sieht man auch auf Kamera das Etikett gar nicht mehr. Allem, so. Man sieht die Lenz. Hier kommt die Sonne. Man sieht die Lenzflares. Genau, die Shania muss nur mit ihrem Kopf vor die Sonne, dann blendet die nicht da rein, das passt. Obwohl, jetzt ist schon wieder die Wolke davor, die Wolke macht mit. Also, das Etikett, es ist zwar weihnachtlich, aber mir ist es halt schon wieder zu kindischer. Papierartig. Das sieht aus wie bei so, von so einer Punkband, das von CD-Label. Von Sea of Spring. Hä? So, ja. Of Spring hat hier das, so sieht das aus. Ja, woher kommt denn die Brühe? Ich gebe 4 Punkte. Rosenheim.
Rosenheim. Urig, das Rosenheim. Nicht aus Flötzing, der Rosenheim. Der nackische Kerl auf dem Ziegenbock, wieso auch immer. Wir sind jetzt schon bei 5,5% angekommen. Ich hätte nicht mal, erkannt, dass es ein Kerl ist, weil wegen den langen goldenen Haaren, vielleicht ist das Matt Riddle von der WWE. Das ist aber auch einer von der Kelly-Familie. Der wurde ja entlassen und jetzt macht das mit Ziegen, alles klar. Was gibst du jetzt fürs Etikett? Ich hab's nicht gehört, sag's nochmal schnell. Ich sag mal so. So? Ist keine Zahl. 3,5. 3,5 also und 4. Das normale Flötzinger, das sieht halt auch so aus, dass die haben... Nehme ich 2. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es normale Flötzinger aussieht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ich schenk's mal ein. Zu hell. Aber immerhin klar. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Der Fahrer, der sagt immer, oh, er kann nicht so schnell trinken, ne? Und man muss immer schnell reden, damit man weniger trinkt. Und dann, wenn man wirklich selber auch mal redet, dann Moritz, ich hab Durst. Also du kannst ja nach dem Einschenken. Das so. Ändert sich immer. Ja, stimmt, weil man muss ja, während man das Bier hat. Da kann ich dann ohne anstoßen dann schon zu trinken. Ich dachte, du brauchst zwischendurch ein Verdauungspäuschen, aber du brauchst ein Trinkpäuschen beim Testen. Ich brauche einen Döner. Du kriegst jetzt Bier, genau. Ja, du kriegst jetzt auch den Rest. Ich hoffe, es schmeckt nett, da kannst du es nämlich in die Ecke schmeißen. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. So, mehr steht da gar nicht drauf. 5,5. Hell. Farbe hat es auch. Ich dachte, wir wollten erstmal die Farbe bewerten. Posten. Farbe ganz normal 3. Es ist klar, es ist hell. 2 Punkte, ist mir zu hell. So. Ja, 3. Weil immerhin ist es klar. Es ist ja klar, dass ich wieder alleine stehe mit meiner Meinung. Ob sich die Leute belästigt fühlen, wenn ihr immer so rumschreit. Aber du gibst immerhin ja auch schon mal 0 Punkte. Dafür bin ich zu lieb. Das sind die in dem Block immer. Aber nur wenn sie hinten ausgucken. Verkauf dein Mist woanders! Ich hab doch gar nichts verkauft. Ich rate euch davon ab, es zu kaufen, also. Schmeckt's! Aber solange die nicht zu euch kommen und sagen, hier, ich will's kaufen. Langweilig, kann er uns abkaufen. 10 Cent die Flasche. Außer die Bügelverschlussflaschen, da machen wir 20. Es bitzelt ein bisschen. Ich gebe 4 Punkte, das kann man gut trinken, das ist süffig, aber da fehlt ein bisschen was. Das ist wie ein helles halt einfach, so langweilig einfach. Nenn mal deine Punkte. Ich will's spannend machen. Ich mach jetzt nicht. Ich sag jetzt 3. Nehme ich 2. Es hat keinen guten, es hat keinen schlechten Geschmack. 4, 3, 2, fertig, ist für jeden was dabei. Ja, genau. Jetzt habe ich da Beidel Sauer gelesen. Als nächstes kommt der Beidel Sauer, also die Beidel Sauer. Krugbräu, ich bin gespannt. Da finde ich zum Beispiel jetzt wieder, also das ist von allen, die wir bisher hatten, noch mit das Schönste. Ja, das sieht schön aus. Das ist halt ein altes Layout eigentlich irgendwie, aber mit Gold, so muss das sein. Goldener Stumpen, ne? Hier komplett kreuz und quer und schief oben aufgeklebt. Aber trotzdem edel, goldig. Kennt doch jeder hier diesen Spruch, das ist gar nicht mal so schlimm, vielleicht hilft da ein bisschen Lametta. So sieht es aus. Früher war mehr Lametta. Breitenlessauer, Winterbier und immer wieder in dem Logo direkt auch diese winterliche Hütte mit dem Bäumle daneben. Die habt ihr hier auch nochmal ganz groß drauf. Das erinnert mich so an eine Flasche Glühwein. Denkst du ja, dass also, so eine große... Da hast du richtig den Wunsch, wenn du die Hütte siehst, dass du da dabei auf einem schönen Lammfell vor dem Lager, also vor dem Kamin, Lagerfeuer nicht, Kamin, sitzt schön und dich da reinkuschelst. Auf einem Lammfell masturbierst, genau. Da haben wir jetzt 5,5. Ich sag 5 Punkte. Das richtige Bier für festliche, besinnliche Stunden, der besondere Genuss zur kalten Jahreszeit, dem gebe ich auch 5 Punkte. Das finde ich sogar besser als das erste, weil das ist abgeschlossen, das hat einen Rahmen, das hat einen goldenen Rahmen, das ist richtig und hier die Fetthütte da drin und Ja, doch, das ist richtig. Richtig ein schöner Winterabend, wo du deine Ruhe hast und dir keiner auf den Sack geht. Es hat auch so einen tollen Namen einfach. Breitenlessauer Winterbier. Also, das musst du dreimal lesen. Die Breitensau. Oh, hier gibt es sogar einen Gelenkbus. Ein Gelenkbus. Oh, Junge, die Farbe. Seit wann eine Drehscheibe drin? Ui, das ist aber dunkel. Oder was ist ein Das ist ein Gelenkbus. Wir haben gesagt, der Bus mit der Drehscheibe ist wieder da. Ja, drin sieht es aus wie eine Drehscheibe. Immer wenn wir heimgefahren sind. Schlenkerbus, aber das ist ein Gelenkbus. Der Schlenker, genau. Wir haben Schlenker. Der Bus mit den Schlenker kenne ich noch von uns. Schwarz wie die Nacht. Also das hat eine richtig schöne...
Aber es ist trotzdem noch klar und dabei. Das riecht wie ein Altbier. Jedes Mal. Riecht wie das eine Altbier, was wir hatten, was mir so geschmeckt hat. Alle wollten immer auf der Drehscheibe stehen und dann. Ja. Ich halte mich nicht fest, ich halte mich nicht fest. Wow! Und dann sind aber alle rumgeflogen und daneben haben alle gesessen und waren genervt und in der Mitte immer auf der Drehscheibe die Leute. Wow! Ich habe mich als Kind da nie drauf getraut, weil sich das Ding plötzlich bewegt hat. So. Ist ja ein bisschen dunkler, aber es ist. Ich habe gerade wieder schon getrunken, dass ich das schon mal erzählen kann, aber es ist, beim Anstoßen sieht man ja die Farbe. Es sieht sehr gut aus. Da es ist ja dunkel. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das kommt. War es ein bisschen zu dunkel? Das hat, ist immer klar. Hat so wie es aussieht, auch ein starkes Röstaroma. Also ich habe weiche Brüder. Da bin ich aber hot. Nicht da gebe ich auch 4, weil ich weiß nicht. Ich mag es ja, wenn es richtig schön kräftig ist und klar. Es ist kräftig und klar. Aber es sind trotzdem nur 4. Weil vielleicht ist es mir zu kräftig. Das sieht aber gut aus. Aber das klingt überhaupt nicht so, klingt gar nicht so wie das normale Winterbier. Schmeckt. Das schmeckt gar nicht so wie das normale Winterbier. So ein das etwas, klingt gar nicht danach, jo. Ist ein etwas kräftiger als Export, sondern das ist ein ganz anderes Bier. Oh, Limited Edition! Nein, das sind wir noch gar nicht. Da gibt's null Punkte. Das wieso denn? Das ist der Altenburger Senf. Da ist aber Bier drin. Das Bier drin? Wer trinkt sowas? Biersenf, keine Ahnung. Also das ist absolut nicht meins vom Geschmack her. Das ist sehr speziell, der Geschmack. Das ist, Thomas das will am Freitag nochmal nach Suhl auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, am Freitag? Thomas Rode. Ja. Der konnte ja nicht mit nach Erfurt, weil er krank war und hat gefragt, ob wir nochmal nach Suhl gehen, weil es ist ja in der Nähe und er kann ja eh kostenlos fahren und kann man nochmal eine Chili-Bratwurst essen oder so. Ja. Ach, die habe ich auch gegessen. Das ist auch arschlangweilig gewesen. Ich fand die lecker. 4,50. In Suhl? Warst du in Suhl? Ja, ich habe doch da das Video in die Gruppe geschickt, was ich übrigens mit der Kamera, die du mir gegeben hast, gemacht habe. Das war, ist nicht von 2005 gewesen. Ach, das hast du gefragt, ob jemand was auffällt wegen der Qualität? Ich dachte, das ist ein altes Video von damals vom Weihnachtsmarkt gewesen und du willst uns jetzt zeigen, nein, das wie, ist du vor, wie du vor 20 Jahren mal auf dem Weihnachtsmarkt warst. Ich wusste es nicht, dass es jetzt aktuell ist. Dachte ich aber am Anfang auch nicht. Das ist mit einer hochmodernen Kamera gefilmt worden. Ja, in 4K. Nicht mal ich filme in 4K. Ich auch nicht, weil das Schwachsinn ist. Jetzt schütter nicht. Das schmeckt nicht. Ich hab da noch nicht mal vorgelesen, da ist schon das Glas leer. Das hier ihr habt aber einen Durst, sag das ich euch. Das ist das einzige Weihnachtsfestbier. Nee, wir haben wir überhaupt eins? Punkte für den Geschmack gegeben? Ich geb. Nö. Ich geb 4. Ich gebe 2 Punkte für einen Punkt. Tatsächlich das erste Weihnachtsbier. Weil ich in der Mitte sitze, nehme ich die 3. So. Guckt euch doch mal an hier, das gute Huppendorfer Bierbrauerei Grasser. Das ist cool, so einen schönen Deckel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Genau, dein Blanco. Kopf muss ein Stück höher. Das ist ein Blanko-Deckel. Verdammt, jetzt ist er rüber. Ach, wir können eh nichts retten, es ist zu spät. Denkt einfach, hinter uns landen gerade die Aliens und deswegen. Das ist so goldig, ne? Dann habt ihr hier oben blau, Weihnachtsfestbier. Und dann habt ihr hier schön Huppendorfer goldig. Aber schön finde ich es nicht. Nee. Das muss ich dazu sagen. Das ist schön. Das normale Huppendorfer Layout. Das sieht ein bisschen kitschig aus. Und ich weiß noch, ich hatte mal so Probearbeiten, da haben sie auch Huppendorfer. Es drängt sich Bier auf. Da haben sie sich drüber lustig gemacht, Huppendorfer. Nee, das ist auch ganz schwer zu bekommen eigentlich. Punkte. Also voll das. 2 Punkte. Da gehst du nicht einfach ins Geschäft rein und nimmst es mit oder was? Ja, manchmal kriegen die bloß eine halbe Palette und dann kommt einer rein, dann spricht dich das rum und dann ist es gleich leer. Das heißt, es schmeckt oder was? Das ist das Einzige, was noch schwerer zu bekommen ist, ist das Schwarzbacher Weißbier. Sonnenweiße. Okay. Guck mal, ist auch so comic-mäßig gemalt, wieder mal so ins Kindergarten, ne? Ich finde, es will was sein, aber es sieht halt nach nichts aus. Halt aber wenn er sagt, es sind 5 Punkte bei Geschmack, dann nehmen wir das mal mit. Das habe ich nicht gesagt. Huppendorfer ist sehr beliebt, weil es rar ist. Aber ich finde es jetzt nicht, dass das übelst geil ist. Das ist, weil es kein Laden nachbestellt, weil es niemand gekauft hat und deswegen gibt es nirgendwo zu kaufen. Das ist halt auch nur in der Flaschenbehandlung und dann auch nur. Die kriegen das nur auf Zuteilung, ja? Die ja, brauen nicht so viel. Das klingt ja wie bei Detmold. Die Farbe sieht schon mal cool aus. Detmold, komm dann die staffierte Fiessack her aus Detmold. Also ich gebe auf die Farbe gebe ich jetzt mal 5 Punkte. Ja, das ist doch bestimmt genau dasselbe. Nur ich habe es anders aus. Das ist noch eine Stadt, oder nicht? Und wenn die Stadt Detmold heißt, dann ist also ein Bier aus Detmold ein Detmolder. Und dann ist der fette Fiessack auch ein Detmolder. Ich
kenne ich nicht. Da kann ich nichts sagen. Da hat man Männer R mitgemacht. Da kannst du dir mal was angucken. Da hat er gegen die Buddha Boys gebettelt und hat ein Stück Buddha gegessen. Also, und ist eine Rutsche runtergerutscht auf dem Spielplatz. Was hast du jetzt fürs Etikett gegeben? Oh, drei, mehr würde ich aber wirklich jetzt noch geben. Nur drei sagt also, er, die Chennai sagt zwei. Ist auf jeden Fall das klassische. Nehme ich auch mal zwei, weil drei ist ja so Standard, aber das ist mir eigentlich zu wenig. Ja, das sieht ach, das nächste ist ja auch hässlich. Ja. So. Das sieht aber. Das ist aber wieder ganz aus. Speziell. Aber das ach Mann, und das nächste nach dem nächsten, das ist ja. Bäh, null Punkte. So, Prost. Das ist auch kein Etikett. Doch, da oben sagt es doch. Die Flasche ist das. Die Flasche ist sehr während die trinken, bewerte ich die Farbe, denn die müssen immer erst trinken. Ich kann dann trinken. Ich finde, das sieht schön, das ist nicht zu so krass, aber es ist schön kräftig. Ich gebe auch 5 Punkte. Es könnte aktiver prickeln, aber... Du musst halt einen Reiskorn reinschütten. 5 Punkte. Farbe. Sieht gut aus. Am Ende zeigen wir übrigens nochmal alle Bierflaschen von vorne, weil ich halte ihn nur rein, aber nachher drehe ich euch rum und dann seht ihr das nochmal. Das Massaker, was wir alles gesoffen haben. Und dann weiß keiner mehr, welche Punkte es für was gab, ne? Ach, irgendwer schreibt es wieder auf. Bonusbier! Ja, das ist auch wieder so ein Genussbier. Es schmeckt gut, aber man kann es wirklich nicht reinschütten. Das Glühbier müssten wir ja eigentlich warm machen, das Bonusbier. Auf gar keinen Fall. Solange wie es hier steht, ist es bis nachher noch warm. So. Das ist wärmend, das Bier. Da steht nicht drauf, dass man es warm machen muss. Mir ist es ein bisschen zu streng, direkt beim Trinken. Ne? Sehr kräftig. Das ist wieder so eins, wo du den ganzen Abend dran süffelst. Wenn du das in Kasten kaufst, dauert der wahrscheinlich wirklich die ganze Adventszeit, bis der leer ist. Kannst du ja, aber das, bei dem anderen hat man den ganzen Abend dran gesüffelt, weil man jeden Schluck genießen wollte. Hier kann man gar nicht gleich mehr trinken, weil man immer absetzen muss. Das ist wie Öl. So, boah. Das schütte ich mal nicht aus, boah. Das schmeckt lecker. Das ist 5 Punkte. Na, das ist schön. Vielleicht darf, jeder hat einen Joker und darf mal ein Bier ausschütten. So, weg damit. Ne, ich hab's immer noch. Guck. Also Enttäuschung. Das ist lecker. Da kommen noch ein paar Biere, die ich wegschütten werde wahrscheinlich. Ich muss ja nur an den Punkt kommen, dass ich heute Abend nicht streamen muss. Und dann ist die Welt ein besserer Ort. Ohne Ramse und deswegen. Du darfst heute ruhig frei haben. Ich bin eh so spät noch, so früh noch nicht zu Hause. Ja, ich habe das schon mitbekommen. Erst habe ich das eine Pferd verloren, dann ist das andere Pferd noch weg und dann plötzlich gab es nur noch Kühe. Wichtige Frage, ein Bauer hat 20 Hühner, 40 Kühe und 60 Pferde. Wenn man die Pferde, nee, wenn man die Kühe auch als Pferde bezeichnen würde, wie viele Pferde hat er dann? 60. Immer noch 60, genau. Er hat ja trotzdem nur 60 Pferde, auch wenn du zu der Kuh Pferd sagen würdest und das so nennen würdest, ist es ja eine Kuh. Aber das würde und dann hat er trotzdem nur 60 Pferde. Das würde die Kuh auch nicht verstehen, ja, weil die kann kein Deutsch. Eben. Das war nämlich von Montana Black, seinem Idiotentest, den er letztens gemacht hat. Habe ich mit der Mama gestern Abend zusammen geguckt oder so, oder vorgestern. Und guck mal, jetzt machen wir erst das Bier auf und bewerten dann. Du musst aber aufpassen, wenn du es hin und her drehst, dass du es nicht ausschüttest beim... Das verstehe ich aber nicht. Wir haben jetzt auch wieder was Spezielles. Wir haben jetzt hier das HB-Männchen. Hier oben ist die Sonne. Hitlers Beste. Irgendwo. Nee. Heißt das so? Nee, das haben sie doch früher bei den HB-Zigaretten immer gesagt. Ich finde aber, das darf man sagen, weil das hat ja nichts über die eigene Gesinnung zu sagen. Und selbst wenn, sagen tut man die ja keinem aufbinden. Man zitiert und es ist ja einfach nur, was man mal gehört hat. Und wo ich sage, das klingt irgendwie lustig. Also eigentlich muss man doch über alles Scherze machen dürfen und können. Und wenn das einfach so, ja, so ja. Bekannt war darunter, dann ist das doch Natur, Internetgeschichte, das HB. Ist, das ist jetzt aber wieder was Spezielles. Ich kenne HB nur irgendwas mit Zigaretten. HB, das HB-Männchen. Ja. Ja. Das ist nämlich ein Zwickel, also ein ungefiltertes Bier. Drecksonne hier, das ist ein HB. Das ist viel mit Blau, wie man hier sieht. Ja, das Etikett finde ich jetzt nicht so geil. Das ist hier, aber es wirkt auch wieder so schlicht. Ich mag es ja eigentlich schlicht, aber dieses blaue, eisige, gefrorene, kalte Kühne, das ist halt langweilig. Oh, es gibt Zuschauer auf dem Balkon. Habe ich denn hier hinten nach der konnte man ja, ja gar nichts lesen. Du hast das hinter Etikett nicht gezeigt. Da kannst du nichts lesen, aber da haben wir doch. Ich geht nur einen Punkt, das sah sehr langweilig aus. Das HB ist das klassische München-Layout. Also die müssen das nicht machen. Ach, ja. Du ja. Kannst dort ein Haus kaufen für 1 Million, was irgendwie so groß ist wie eine Garage.
Was, wie viel hast du jetzt? Ein. Ein. Ich find's langweilig. Ein Punkt, ja, du eins. Sagst was, eins? Sage ich auch eins, ne? Unser naturtrübes, dunkles Zwiegelbier passt ideal zur kalten Jahreszeit, harmonisch kräftig mit leichten Anklängen von Karamell und Schokolade und einer dezenten Malznote. 5,5%. Eins. Oh. 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 Du gibst fünf. Das ist Kaffee. Du gibst fünf, ich geb ich vier. Da weiß ich vier. Doch schon, das ja. ist Bier. Jo. Das ist richtiger Kaffee. Ja, Kaffee, ja, aber kein Bier. Du magst es ja immer, wenn es schön braun ist, ne? So ja, richtig. Dunkle Biere, da bin ich voll dabei. Das ist eine Dark Knight. Jetzt hat er wahrscheinlich gesehen, dass wir ihn da gesehen haben. Und da hat er sich wieder verpisst, der auf den Balkon kommt. Der hat jetzt geguckt. Ich meine, das Bier und Netz, oder? Oh, nee, ich gebe nur 3 Punkte. Das ist nicht klar. Boah, es ist trüb. Da steht ja auch drauf, das trüb. Ist ein Zwickel, heißt Zwickel, weil es ja, hier steht ist. Ja auch naturtrüb. Und für die Leute, die nicht wissen, was Zwickel ist, ja, steht nochmal extra naturtrüb drauf. Jetzt ist die Sonne weg, da können wir nochmal das Etikett zeigen. Um naturtrüb. Ist egal, das zählt für mich auch. Weil da müsste man ja rein theoretisch Becks Eis als einziges 5 Punkte geben, weil es so stark gefiltert ist, dass es keine Farbe Punkte mehr hat. Punkte und Sternchen. Stehne, das kriegt von mir ja von wegen 5 oder 4. Das ist für mich A nur, für mich ist es eigentlich, das ist eine 2 für mich. Es ist mir eigentlich zu dunkel und es ist zu trüb und deswegen. Also aber ich muss aber ehrlich sagen, geschmacklich geht es mir eine 2. Er ist schon beim Geschmack, oha, was hast du für die Farbe? 5. Es hat eine schöne rote Farbe. Rot. Aber dafür, guck mal wie viele dunkle Biere wir ja schon hatten. Braun. Dagegen schmeckt das hier wirklich wie Wasser. Grüße an Miku, du hast so schön den Adventskalender von Kalea Bierdings immer kommentiert und hast immer die Punkte aufgeschrieben für Farbe, Etikett, Geruch und Geschmack. Vielleicht kannst du das ja bei dem Biertasting hier auch machen. Machst so eine Tabelle mit Genaya, Ramse und hier Brösel, Fahrer meine ich. Und sehr geil. Mit ja, wer hat welches Bier wie bewertet und das kriegst du im Kommentar gar nicht hin, aber es wäre lustig, dass man weiß wie. Ich blick nämlich gar nicht durch. Das ist natürlich, taktisch wäre es natürlich sinnvoller gewesen, das zu Anfang zu sagen. Oder zum Ende, dass ich das Video nochmal anguckt. Ach, im Übrigen, spul nochmal zurück. Ja, dann mache ich das ab jetzt. Jetzt mache ich die nächsten. Und dann gucke ich es nochmal von vorn bis dahin. Fertig. Und dann einfach interpoliert. Der Miko ist so ein guter Mitarbeiter, der macht das bestimmt von Haus aus immer. Wo kommt der? Weiß nicht. Miku. Du meinst, das ist ein echter Name, ja? Nee. Der heißt ich kenne tatsächlich einen Miku. Ich glaube, der heißt Miku. Mario. Miku Fahrer. So. Ich glaube, der heißt Mario. Ich kenne eine Miko. Miko ist nur sein großer Name. Miho. Ist das eine Japanerin aus? Also, das ist ein Bier. China. Miku ist, glaube ich, so ein Amerikaner. Miho. Was? Ich denke, das war 5 von Farbe. Der Farbe her. Farbe 5, Geschmack. Geschmack. Achso, Geschmack. Geschmack, Pappe. Also das... Geschmack ist lecker. 5 Punkte. Also dafür, dass es ungefiltert ist und dunkel, hat es sehr, sehr wenig Geschmack. Finde ich gut. Geschmack... Nur 2 Punkte, so. Mir ist gerade schlecht, deswegen gebe ich 2 Punkte. Das ist das Beste, auf jeden Fall, was man geben kann. Komm mal zum schönsten Bundesland aus Deutschland. Ich habe mal eine doofe Frage. Sollen das hier indische Sachen sein, die da drauf sind? Nee, ist eine Shisha, guck. Ja. Also türkisch. Also ich erkenne kaum was. Soll das ein Oktopus sein? Also, ich bin ein Oktopus mit der Synagoge. Also ich würde jetzt persönlich... Ich bin eine Shisha. Ich hab Schläuche. Oh, ein Oktopus. Weil das ist so eine typische Flasche, die man einfach wegschmeißt, weil die so nirgends mehr losriss. Außer in der Flasche werden dann gut, dass sie gekauft ist. Hier steht Alten... Münster, da fehlen aber die Üs, also das an. Aber wir können mal oben lesen. Nee, da hier sind Punkte drauf. 5,5% Altmünster Winterbier. Dunkel. Dunkel. Es ist eine Bügelflasche, mag ich nicht. Es hat hier so ein hingefrotztes hellblaues Etikett, was noch nichts aussieht. Und das ist schon alles, weil hier ist kein Etikett mehr drauf. Ja, nur das, hier hast du nur noch die Shisha-Krage. Und deswegen Etikett 0 Punkte von mir. Ja, weil kein Etikett da ist. Null wenigstens Punkte. Muss man nichts vorlesen, das ist das Beste. Ah, dafür klingt das gut. Klang 5 Punkte. Ja. Oh, das hat wieder so ein Dunkel. Ich bin gespannt, ob das jetzt auch wieder nach dunklem Bier schmeckt. Ja, im Gegensatz zu diesem HB, was nach nichts geschmeckt hat.
So, alt tut der Fahrer. Das war das teuerste Bier. Ach, deswegen ist es so überschäumend. Nee, glaube nicht. Nee, deswegen kriegst du auch das meiste. Das war nicht das teuerste Bier. Weil das teuerste war. Das Bonusbier war das teuerste. Davon weiß aber noch keiner. Bonusbier? Genau. Wir schenken es dir mal hier und dann machen wir mal hier und schön. Die Farbe, es ist vor allem klar, es ist gefiltert. Ja, es ist immer klar. Wie bewertest du den Schaum? Also wäre es jetzt heller oder wäre es... Was habt ihr jetzt für das Etikett gegeben? Null. Weil ich, da ist doch kein Etikett. Ich sehe kein Etikett, also kann weil ich finde das, das Fötzchen da oben ja gut. Ich sag mal so, das ist eine Flasche, die du auf jeden Fall nirgendwo loskriegst, glaube ich. Würde ich jetzt stark behaupten. Ich sag null. Das ist schon ein Grund, das nicht da zu kaufen. Da muss selbst ich sagen, das ist ein null. Und in den Kästen sind auch, glaube ich, nur 12 Flaschen drin oder so. Hä, wenn ich die jetzt hier runterfeuer, bin ich sie doch auch losgeworden. Yo, yo, yo. Du hast deinen Pfand bezahlt und der ist dann fort. Ja, ich ne, du hast es ja mitgebracht. Yo, yo, ja, deswegen feuer ich die dann. Ich hab hier 30 Euro wahrscheinlich stehen hier oder so mit Pfand. Ich habe nicht gesagt, wir müssen das machen. Er wollte das tun. Ich wollte es machen. Ich wollte Bier probieren. Jetzt hat er keinen. Und bin froh, dass wir das online machen, dass ich mir das nicht merken muss, wie viele Bier, das, wie das alles geschmeckt hat. Genau, Miku merkt sich das alles. Der schreibt mit. Ne? Nicht wahr, Miku? Also, das ist relativ dunkel, ist relativ klar, aber irgendwie sieht es ja wieder aus wie Ergola. Also, mir gefällt die Farbe nicht so gut. Es müsste ein bisschen heller sein. Ich mache hier so mal 3. Ich sag 4. 3, 4. Was hattest du fürs Etikett? Ich würde da auf diese Flasche einfach 0 geben. Also insgesamt. Hey! 3x 0 Jackpot! Du bist nicht weiter! Du kommst nicht ich glaube, 1 Euro oder so hat das gekostet, plus Pfand dann halt irgendwie. Ich weiß nicht, ich würde meinen Arsch drauf wenden, die Flasche kriegst du nicht los hier. Aber wie bei also, du Super. Die Flasche behandeln. Bei und Superstar, du bist nicht weiter. Und beim Super Saiyan Chill. Gibt es einen Sackgasser, da kriegt man die los. Oder? Beim neben Rewe ist Sackgasser. Oder ist es ein. Was ist das für eine Flaschbehandlung? Achso, sind wir schon am Trinken? Weil ich habe wir sind schon leer. Hier oder dort? Wenn du die Straße runtergehst, da wo wir mit dem Hannes das eine Mal runtergegangen sind, wo du verloren gegangen bist. Da ist doch kein Sackgasser, oder? Ist da nicht ein Sackgasser unten bei? Da ist so ein. Hier Rewe, Aldi. Da ist Lidl. Doch direkt Aldi, Rewe und ein Baumarkt ist daneben. Das war aber das ist kein, da ist kein Sackgasser. Mann. Keine Getränkestützpunkte unten. Oh, das ist all die Jahre nicht bemerkt. So, ich dachte, deswegen. Der bei der Flaschenbehandlung gegen. Es kann natürlich auch sein, dass es Rewe. Nee. Aber es gibt den Riesenrewe, also da geht's ja alles. Gibt's auch einen Riesenrad wie in Erfurt? Geschmack 3 Punkte. 3 Punkte? Bei dem Riesenrad bin ich übrigens gefahren am Wochenende und hab oben der Dom muss weggebrüllt. Hat das noch Bier niemand unten jetzt gehört. So. Was? Hat noch niemand unten gehört. Also bist du jetzt der neue Adlersohn oder was? Das habe ich schon seit immer gemacht. Und das ist hier der Schänder. Und deswegen machen die immer so Sachen. Der Thomas ist der Schänder. Dann bin ich der Hector Panzer. Weil ich so schwarz bin. Der Superfahrer. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Der isst immer das scharfe Zeug und stirbt. Jetzt ist es schon leer und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Ach, du meinst den Meister August? Ja, das ist der passt beste. Doch aber eher zu dir, der hat auch längere Haare und eine Brille. Aber der ist im ich habe ja keine Brille. Ne? Also deswegen. Im letzten Video war der mir ein bisschen zu hyperaktiv. Da ist er plötzlich rumgesprungen, wie so auch immer. Wie, der hat sich bewegt. Jetzt reicht's. Der hat so Hampelmänner plötzlich gemacht, wo selbst der Adlersohn gesagt hat, danke an was noch mal? Wie hieß das von Monte? Ja, jetzt laufen jetzt auch noch die Kiddies hier lang und ich wollte eigentlich stechen gehen. Eigentlich wäre das der perfekte Moment zu sagen, das war's mit dem Video. Den zweiten Teil seht ihr demnächst, ne? Weil 48 Minuten könnt ihr sich angucken, perfekte Länge. Aber ihr seid ja gut drauf und sagt, wir machen noch ich dachte, 10 weitere. 10 XL Video Biersau. Wir können es auch in 10 Teile teilen, hast du gut. Eine gute Idee. Nee, kannst du jede Stunde eins veröffentlichen. Genau. Wird kein Kalender gebaut. Guck mal, die dicken Bay in die Strumpfhosen eingepresst. Die sind ja dehnbar, die Strumpfhosen. Das finde ich immer. Das sieht man, das an diesen, wenn du die kaufst, sind die so dünn. Und dann werden die hier. Aber eine Picknickdecke dabei, das finde ich gut. Ich hab jetzt wenn man mal irgendwo ein Bier trinken möchte, dann kann man. Kann man sich in seine Freundin warte mal, geh mal kurz. Ja, trink mal. Ich habe ja gerade 3 gesagt, ne? Also irgendwie muss ich jetzt schon fast 2 sagen. Der Nachgeschmack ist ja widerlich. Ja, das schmeckt doch voll bitter und herb, so ein bisschen so. Das ist meistens, wenn die so dunkel und so stark sind, sind die auch so. Kriegt von mir 2 Punkte.
Ich widerlege diese drei Punkte. Ich sag auch zwei. Das was der Fahrer hatte, weiß ich nicht. Das weiß kein Mensch, ne? Oh, behind the scenes making of, guck. Hinter der Hecke steht und dann unten. Als ich einmal in meinem Leben bin ich hier, habe ich Mama und dann kommt gleich oben vom Block, du Drecksau! Und dann habe ich gedacht, toll. Und jeder geht hier urinieren, ne? Man darf ja nicht pissen sagen, aber jeder macht hier rum und ich gehe einmal, du Drecksau! Und dann bist du wieder fällig. Ihr Kerle habt's gut, ihr stellt euch irgendwie an eine Wand, aber ich muss mich irgendwo hin. Nee, du machst die Hose runter, machst so eine Kugel und dann fällst du um. Ja. Während der Goldenen Weile. Und das ist dann auch egal, weil das ist ja dann egal, weil es egal ist. Ich war ja eh besoffen. Hallo? Ja. Aber ich hab da keine Erinnerung mehr dran. Wann warst du besoffen? Bei der Goldenen Meile, wo sie die Kugel gemacht hat, beim Pissen und umgefallen ist. Ja, das ist gut, also wir haben es gut, wir können einfach überhin machen. Das ist schon öfter passiert. Konnte sie ja auch, weil einfach so mit drin. Auf dem Boden im Sitzen pingeln konntest, ohne dass du deine Hose noch machst. Das ist wirklich ich bin Kunst, froh drum, dass ich überhaupt immer die Hose runtergezogen habe. Das ist immerhin schon mal etwas. Ja, sonst hättest du halt einfach, wärst du einfach irgendwo in den Bach gesprungen, dann wärst du nicht mehr aufgefallen. Das ist das klassische urfränkische Landwinter das von dieser Marke halt. Die unterscheidet sich eigentlich nur in der Farbe. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob sich da hier dieses Bild ändert von Meister diesen Dingen. August. Ich dachte, ihr seid schon weiter. Das Bier ist noch nee, nicht ich habe auf dich gewartet. Das ist jetzt noch das Brösels Hälfte Fahrer-Tasting. Minus. Die Shenaya hat ihre Seite schon leer. Das müssen wir jetzt noch machen. Wollt ihr jetzt ein weiteres Video? Nee, wir machen alles hier gut. Dann gebt einfach einen Daumen nach oben, dann machen wir weiter. Jetzt kommt erstmal Werbung. Ja genau, wenn das Video 5 Daumen nach oben kriegt, dann ja, machen wir jetzt weiter. So ein Coaching-Werbung hier, was eine Stunde geht oder so, kommt jetzt erst so. Original. So, das ist jetzt auf jeden Fall, da ist ein heller Deckel, da ist eine ganze Stadt drauf. Hier steht urfränkisches Winterbier Spezial, ist halt wieder alt und gammelig. Und hier habt ihr auch nochmal alt und gammelig in Dings, einfach ein urfränkisches Winterbier. Spezial. Da gebe ich einen Punkt, aber nur weil es lila ist. Ein Punkt? Na, no, ich gebe zwei Punkte. Zwei? Das ist irgendwie langweilig. Urfränkisch, würzig, winterlich, Brauerei, Kesselring, Marktstift. 5,5%. Ich finde es halt, man könnte sagen, das ist edel, das ist oldschool. Aber es ist halt so Mittelalter langweilig bisschen. Also, macht's ja ein Winterbier. Ich mache auch zwei. Verschiedene Sorten an Bier, aber zwei. Für ein Winterbier fehlt mir da was. Das ist keine winterliche Stimmung. Aber vergleiche mit dem nächsten, das finde ich ja das finde ich richtig dumm. Das heißt, wenn ich hier zwei gebe, muss ich ja mindestens nur eins geben oder so. Also auf den Fall, da gebe ich auf jeden Fall null. Hier gebe ich eins. Dir gefällt das? Null. Ich finde, das ist stimmiger als hier so ein. Ja. Du erkennst sie auch, du hast ja wenigstens die Farben. Blödes. Die haben zwei verschiedene Landbier. Und die hat man dann nur an den Farben unterscheiden können. Hessberg hier. Aber ein Winterbier braucht auch schon was Winterliches, ja, allein vom Etikett. Blau ist doch Winter genug. Lila ist schön. Die Farbe. Die Bierfarbe sieht schon mal gut aus. Ja, es ist nicht zu dunkel. Von denen gibt es Landbier hell, Landbier dunkel und eins davon schmeckt scheiße. Das Etikett sieht voll scheiße aus, aber alles andere ist schön. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Etikett voll scheiße aussieht. Das Etikett sieht voll scheiße aus. Für ein normales Bier ja, aber das ist ein Winterbier, das muss was Besonderes sein. Das ist halt eine Firmenphilosophie, ob man sein klassisches Layout beibehält und einfach nur was draufschreibt. So, dass man die Biere nicht unterscheiden kann. Kommt es jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag? Was? Das Video? Mein Video kommt am 24. Und das mit dir musste ich ja am 25. Dann muss er das am 26. Am Weihnachten. Du kannst da natürlich zwei Teile draus machen, dass du dann doppelt so viele Aufrufe hast. Nee. Quatsches. Nee, das ist nicht. Das hier will ich an meinen Geburtstag haben. Man muss ja mal gucken, wie die Leute sich verändern im Laufe der Zeit. Weil am 24. kann ich nichts machen. Und deswegen machst du da was und deswegen mache ich am 5 und 6 die zwei Videos von dir, damit du deins, also alles drei, was wir gefilmt haben, kommt 4, 5, 6. Na, am 25. wahrscheinlich. So, es ist klar, es ist kräftig, es kriegt 4 Punkte von mir. Das ist jetzt wieder, es könnte ein bisschen kräftiger sein. Ich muss auch sagen, das schmeckt so, wie es aussieht. Ich sag 5. Das ist das erste Bier, was so schmeckt, wie es aussieht. Klar, da ist die Hecke.
Letztens habe ich auch gesagt, gut, das war's von meiner Seite aus, ne? Und dann habe ich die Kamera ausgemacht und dann bin ich ja hin und... Da hat er das gute Bonusbier rausgekackt. Bonusbier? Ja, eben, das war schuld. Ich möchte was strullern, aber irgendwie als Frau ist das schuld. Tja, das ist keine richtige Hexe. Das hättest du dir eher überlegen sollen. Eher musste ich nicht. Stellst dich dahin, lässt dich rückwärts reinfallen. Dich sieht keiner, wir sehen dich selber. Setz dich einfach am Boden. Du siehst dich selber. Siehst die Hose runter, setz dich am Boden. Oder setz dich auf den Gulli, da ist es nicht so nass. Ich glaube, bei sowas kann man es auch mal laufen lassen. Es geht ja hier um das Professionelle. Hast du eine Hose dabei? Ja, ich glaube, ein oder zwei habe ich drin. Wir haben noch gelbe Säcke zu Hause. Das schmeckt lecker. 5 Punkte für den Geschmack. Das schmeckt so, wie es aussieht. Also wenn du das Bier siehst und der Geschmack überrascht dich quasi nicht. Also nicht positiv und nicht negativ, sondern das schmeckt genauso, wie es aussieht. Schmeckt gut. Ja. 5 Punkte für den Geschmack. Wie tief ist dein Neger? Negativ. Weil wir hatten, wir hatten ja hier schon Biere, die sahen gut aus und haben nach Mist geschmeckt, nach Gülle. Das und dann haben welche, die haben nach nichts ausgesehen und haben gut geschmeckt, aber das schmeckt so, wie es aussieht. Ich sitze nur da und mach's mir gemütlich. So. Ich finde, das hat einen sehr komischen Nachgeschmack. Also. Das stimmt aber jetzt. Ich glaube, da mache ich trotzdem nur 2 Punkte. Wenn ihr 5 gebt, mache ich 2, damit ich mir treu bleibe. Wenn ihr dachtet, 4, 3, 2, 1, 5. Also, ich bin froh, dass es jetzt leer ist. Alles dabei. Gebe ich jetzt erstmal 0 und dann mache ich das, was ich davor gesagt habe, was ich schon wieder vergessen habe. 0 Punkte auf dieses Etikett geben. Das ist das, was du auf jeden Fall machst. Wenn ihr eben das Bier schon nicht so interessant fandet, dann guckt euch dieses Etikett an. Das ist wieder eine Bügelflasche vom Altenburger Senf. Dann habt ihr... Was? Also, da ist irgendwas draufgeklebt. Das ist hier so schräg und kaputt. Bruder, das soll rötlich sein. Und dann habt ihr einfach nur... Altenburger. Wir probieren mal eine neue Schriftart aus. Winterbier. Ne, das Altenburger sieht immer so aus. Limited Edition. Winterliches Spezialbier. Das ganz normale Altenburger Layout. Nur eine andere Hintergrundfarbe, das Rot oder Weinrot. Laut. Ich muss aber 1 Punkt geben, damit das ohne Etikett bei 0 Punkte bleibt. Ihr könnt ja gerne 0 Punkte geben. So, ich muss aber. 0 Punkte, das hat nichts mit Winter zu tun. Aber wenn ich hinten lese, wie groß ist die Schrift und wie fett? Das sieht halt wirklich aus, als hätten wir das gemacht selber. Ja. Winterbier, ausgewählte Spezialmalze. Regionale Hopfen verbinden sich zu einem malzaromatisch wärmenden Winterbier. Mach's dir gemütlich. Dein Biermoment mit Altenburger. 5,5%. Ah, aber der Ton war schon mal gut. Also der Ton gibt 4 Punkte. Gibt Kraft. Nee, wir hatten schon besser. Wollte schon sagen, der vorhin hat aber mehr gebumst. Oh. Ne? Also deswegen. Die Farbe kriegt von mir auch ganz viele Punkte. Boah, ja, definitiv, weil es klar ist. Boah, ja. Punkte. Ich bin der Boah, ja. Boah, ja, genau. Boah, ja. Bon, ja. Ich habe auch eine Bombe im Arsch. Und? Genau, Koi Arsch. Nicht Voyage. Ich habe noch nicht getrunken. Und das? Was? Nein! Da muss ich sagen, das sieht gut aus. 5 Punkte. Ja, während die anderen so richtig dunkel sind, so richtig, richtig schwarz, dunkel und dunkel, das ist eins, wo ich sagen würde, das ist Bernsteinfarben. Das schmeckt auch so, wie es aussieht. Es ist richtig schön klar, es ist richtig schön kräftig, also 5 Punkte für die Farbe davon. Das schmeckt so, wie es aussieht. Das hat eine sehr malzige Note und es hat noch sehr malzige Farbe, rot. Da haben wir schon schlechtere Biere getrunken heute. Das schmeckt gut. Schmeckt ein bisschen brodig, ne? Ein bisschen bitter, aber eher. Das ist halt auch so eins, wo du nicht einen Kasten davon trinken kannst, sondern nee, machst du eins auf, das braucht den ganzen Abend so. Eine Filmlänge, sagen wir mal so. Und da will ich mich durchquälen. Seh, du bist alleine mit deiner Meinung hier, Fahrer, ne? Shania ist gerade total. Ich muss mir pinkeln. Aber jetzt muss ich nicht nur pinkeln, sondern auch gönnen. Nee, Quatsch, alles gut. Pinkeln, keine Ahnung, wo habt ihr denn sonst immer hingepinkelt? Na, in die Hose. Deswegen habe ich immer kurze Hose an, da kann man seine Seite einfach rauslaufen lassen. Da kannst du sogar kacken, da schüttelst du nur an deinem Hosenbein und dann fällt es runter. Genau. Gibt es auch genug Videos im Internet, wo das jemand gemacht hat. Ich gebe einen Punkt für den Geschmack. Das ist furchtbar.
Da gebe ich immerhin noch 2. Weil ich habe schon IPA und Pale Ale getrunken. In meinem Leben meine ich jetzt. Ja, stimmt auch, ja. Spülmittel ist noch schlimmer. So, ihr seht, wir legen Tempo zu. Wir haben jetzt Langbräu. Das ist der Bruder von Kurzbräu oder Kotzbräu. Festbier aus, auch aus Schönbrunn. Grüße an Philipp Witter an der Stelle hier, Namen geleakt, im Fichtelgebirge. Bier untergärig 5,5. Oben das Ding ist weiß. Das ist die SPD, das ist die Linke, das ist was, keine Ahnung von Politik ich hab's. Das ist auf jeden Fall hier jedes Jahr am komischen See da bei Berlin. Und das ist hier Festbier, das sieht eigentlich scheiße aus. Aber dann kommt ja das. Und das sieht schon wieder besser aus, ne? Und dann hinten drauf denkt ihr, oh, weiß und edel. Und die Schneeflocke, oh, in Kombination mit, ah. Ich gebe 4. Und dann ziehen wir bäh und ab. Und dann haben wir noch, ich sag 4. 2 Punkte. 2. Das ist so schön. Weil es trotzdem so Pappe aussieht. Dann mach mal 3, weil da kann ich mir die wieder nicht entscheiden. Das ist das Festbier aus Schönbrunn. Mit diesem goldenen Stern hinten drauf kann man den Text gar nicht gescheit lesen. Doch, also Festbier aus Schönbrunn im Fichtelgebirge. Unser vollmundiges Winterbier für die feierlichen Stunden des Jahres. Seinen ausdrucksstarken Malzkörper verdankt es einer besonderen intensiven Maische aus heimischem Quellwasser und Gerstenmalzschrot. Speziell gebraut für das Fest der Feste und streng limitiert. Jetzt ist da rein das Zeug. Wie bist du denn da rangekommen? Wenn es so streng limitiert ist. Das heißt, das war. Hast du wieder in Suhl die Flaschenbehandlung, also der Sackgasse beim Kino in der Nähe. Die haben sich wahrscheinlich drauf spekuliert. Spezialisiert? Ich sehe schon Farbe. Da muss man wahrscheinlich fast 5 Punkte geben. Weil ich habe dann gesagt, ich suche Winterbier. Da bist du hier richtig. Hier brauchst du einen Sixerträger und die wussten schon, dass es nicht reicht. Das ist das Vaters Bier. Das ist immer das. Das ist übelste Haufen drauf. Vor allem, das ist bis oben hin voll. Da nicht. Wir haben fast das gleiche. Ich bin da, du bist da. Wenn du jetzt schnell trinkst, wandelt sich das nicht in Bier um. Nein. Das ist ja am Ende ist halt immer viel Schaum in dem Bier drin. Das viel muss man Schaum ja mal sagen. Das schmeckt ja gar nicht. Da könnte ich aber keine 5 Punkte geben. Also der Schaum, wenn man den jetzt schlabbert, schmeckt der halt gar nicht. Kann man nicht trinken. Es ist relativ klar, okay, 4. Aber es ist halt... Ich sag 4. Ja, da ist wieder, wo ich sage, es könnte kräftiger sein. Ich würde 3 geben. Ja. Du von deinen 5 gehst auf... Ich gehe jetzt eine Runde auf maximal 4. Ich sag 4. Aber immerhin haben wir wieder ein schönes... Schön aussehendes Winterbier. 1 Stunde 2 Boah, Minuten. Das kann man ja gar nicht trinken. Boah, der Nachgeschmack ist ja furchtbar. Boah, das kann man nicht trinken. Also das kann man echt nicht trinken. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Ein Punkt. Das schmeckt nach Pfefferminz. Oder nicht? So eine Minznote. Wenn du trinkst und absetzt und dann plötzlich... Kräuter schmeckt das irgendwie. Was haben wir hier so? Sicher, dass du das nicht vorgelesen hast? Ey, das finde ich richtig genial. Das habe ich noch nie erlebt bei so einem Bier. Das schmeckt nicht. Wir haben im Sommer bei der Edition von dem Kackzeug haben wir was gehabt, wo so Kräuterzeugs-Dings drin war, gemischt mit irgendwas, wo Hannes gesagt hat, oh, die eine Flasche ist gar nicht drin, dafür ist die drin. Da war irgendwie so ein... weiter trinken? Nö. Aber ja, es schmeckt kräuterlich. Da ist die Wiese. Ja. Die Devise sagt, da ist die Wiese. Weißt du, wenn wir hier fertig sind, dann blüht trinken. Hier richtig schön viel. Weil er ist ein Pfefferminzbier. Ja, aber es schmeckt. Es kann erstmal, es kann sein, dass es kann, dass hier ordentlich die Blumen wachsen. Es kann auch sein, dass es hier Sumpf ist. Ja. Da müsstest du ja jetzt 0 Punkte geben, oder nicht? Wenn du sagst, kann man gar nicht trinken. Also ich sag 1 Punkt. Weil. Das ist jetzt wirklich. Also sonst habe ich auch nur einen Spuckschluck weggeschüttet, aber das war jetzt das halbe Glas. So, das kann man nicht trinken. Ich sag 1 Punkt. Zum Glück musste ich davon nur einen Schluck wegschütten. Ich sag 4 Punkte, weil ich mag Pfefferminzlikör. Ich trinke auch mal einen Pfefferminztee und ich fand, das hat irgendwie so eine Pfeffi-Note gehabt leicht und deswegen fand ich das sehr interessant. Also Mundwasser. Das ist interessant. Jetzt kommt wieder Kulmbacher. Da steht aber Mönchshof. Ja, aber das ist doch aus Kulmbach. Ja, Kapuziner, Weißbier hatten wir heute schon.
Und das ist Mönchshof. Und das ist Mönchshof gibt's bei uns auch. Es ist Mönchshof. Das gibt's halt überall. Deswegen, ich hätte das jetzt, wenn man gesagt hätte, ach, da steht doch Kulmbacher drüber. Jetzt, so. Außerdem, jetzt verstehe ich dich, Bruder. Wenn ich natürlich, wenn wir jetzt gesagt hätten, den ganzen Scheiß, den es überall gibt, das den lassen wir weg. Ist oben. Das hätte ich das weggelassen. Ist ach, süß, da ist ja Nikolaus drauf. Ich hätte auch Störteberger weggelassen. Das sieht wieder aus wie so ein. Also wie ein. Wie so ein. Na, wie ein. Ich komme nicht aufs Wort, wie ein Glühwein. Wie, wenn du so eine Glühweinflasche hast, das könnte auch ein Glühwein sein. Hinten steht: Die festliche Mönchhofsbrauspezialität exklusiv für die Weihnachtszeit gebraut. Pfannflasch 5,6%. Weihnachtsmann ist da, der trinkt nämlich auch Bier, deswegen hat er so eine Fettranse dran. Dann habt ihr hier schön schnörkelige Kackschrift, aber irgendwie... Sieht das aus wie die anderen, wie die letzten 10 Jahre so. Ja, 2 Punkte von mir, weil ich bin Kritiker. Ich bin Kritiker. Klang ist aber gut. Zeig nochmal. Klang ist gut. Nimm's doch. Nimm's mit nach Hause. Schön rein. Ach, sieht aber schön aus irgendwie. Das ist so ein Nikolaus-Bier. Mach doch 5. 4 Punkte. Mach doch 5, wenn es so schön ist. Gut, dann sag ich 5. Ich sag 5. Bleib doch mal bei deiner Meinung. 4. So, 5 haben ist ja Beeinflussung, deswegen. Die Beeinfluss. Genau, 4 minus die Beeinflussung. Guck, und weil es so schön aussieht, dann kann ich ja jetzt der Genaya das meiste geben. Ja. Im Endeffekt hat sie trotzdem das Wenigste, hä? Ja, irgendwo hast du dich irgendwie verkalkuliert. Geht denn das? Ich mach doch immer so kurz ich muss aber zwei sagen, Schluck. Farbe, es ist zwar, also wenn wir jetzt bei alle drei warten, dann haben wir genug. Der Farbton Punkte. Ist zwar schön gelb, aber dünn. Also, 3, ich sag 3 Punkte. Ich sag trotzdem Farbe 4. Ich sag Farbe 2, weil das ist mir zu hell. Das ist zwar klar, aber da ist nichts los im Glas. 2. Exos in der Hose, ja. Ist auch noch bitter. Ein bisschen bitter. Ein Punkt. Schade. Immer wenn das Etikett so schön ist. Wo ist? Wer? Wo? Dass es einen sehr dicken, süßen Geschmack hat. Dick und süß. Geschmacklich würde ich da drauf trotzdem viele Punkte geben. Aha. Ich sage nochmal 4. Viele Punkte. 4. Da muss ich noch mal probieren. Das geht ja nur bis 5, ich will es nicht übertreiben. Also es ist kein Bier, 5 würde ich jetzt irgendwie jemandem geben, ein Bier geben, was ich mir dann auf jeden Fall noch mal kaufe. Wo ich jetzt runtergehen würde, würde ich das noch mal kaufen. Auch wenn ich dann donnervoll bin nach Ende dieses Tastings, würde ich da runtergehen, würde noch mal. Magst du noch kurz kommen. Punkte verteilen? Habe ich aber, glaube ich, gesagt, 1 Punkt. 1? Auf ist du hast was? 4. Was für Unterschiede? Nee, das kannst du nicht trinken. Ja. Ich geb 3 oder 4. Mach mal 3, wenn du mich schon beeinflusst mit 3 oder 4. 4 möchte ich nicht geben, deswegen gebe ich 3. Wir machen mal ganz kurz Werb und eine Break Pause und dann sind wir gleich zurück. Das war die große TV-Total-Pingelpause. Shania, Farah, Ramse. TV-Total-Pingelpause. Da gab es doch hier von Stefan Raab gab es doch das Spiel mit dem Puller-Alarm oder so, wo er immer zu sechen musste. Ja. Puller-Alarm! Das gab es als Spiel, wo der dann irgendwas. Ich glaube, das hatte David auf dem PC sogar gehabt, ja, wo du da rumgelaufen bist. Als man noch PCs wie bei GTA hat. 2 aus der Vogelperspektive musstest da irgendwas aufsammeln, irgendwelche Pömbel oder so. Und dann ging es immer Puller-Alarm. Und Zeichen geht. Du kennst es noch gut. Eigentlich jetzt war Puller-Alarm im Originaljahr, wenn in irgendeiner Talkshow man einen Penis gesehen hat oder irgendjemand das Wort erwähnt hat, ging es immer Puller-Alarm. Das hier ist, dachte ich immer, das ist ein richtig gutes Bier, ist auch teuer. Aber ich fände das alles nicht so geil. Guck mal jetzt. So viele Geschmacksrichtungen. Guck mal jetzt. Wir haben, es ist nicht der nächste Tag, es ist kein neues Video, also wir machen das direkt weiter. Deswegen haben die schon so einen schiefen Blick. Das ist hier, das sieht doch super aus. Das ist super. Guck dir das an, das ist super hinten drauf. Schön das Ding jetzt an. Ist nochmal super. Was gibt ihr denn fürs Etikett? Hallo, das ist ein St. Georgenbräu.
Winterbier, Festbier von der Familienbrauerei Buddenheim in Bayern. Es sieht sehr friedlich aus. Es ist Asche, es ist Asche 3. Ich nehme es Amita 3. Das ist so ein Bier. Du siehst es, denkst dir so, man kann es sich kaufen, aber es ist. Ja, das kannst du es kaufen. Aber man wird enttäuscht. Wenn, da würde ich es kaufen. Winterbier, ich muss aber noch vorlesen. Quellwasser aus der St. Georgenbräu Quelle, fränkisches, helles und karamellfarbenes Braumalz, feinster Aromahopfen, Hallertauer Tradition und Spalter Select, langsames Maischverfahren, klassische Zweitankreifung von 9 Grad auf minus 1 Grad fallend. So, 5,6%. Das ist. Absturz. Schon wieder Hallertau. Das heißt, Hallertau haben wir letztens gehabt Hallertau bei dem anderen Zeug, wo Spalt. Du gesagt hast, das ist eine Hopfensorte. Hallertau, ja. Und Spalthopfen, das sind so die bekannten wahrscheinlich. Die Farbe sieht aber wirklich, also es regnet halt ein bisschen, aber die Farbe. Wenn ihr auch einen Spalt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Nur die ganze Schlitzbrunse jetzt. Das heißt jetzt nicht, dass du das meiste hast. Wie hast Biergehalt hast du das wenigste. Das sieht aus, also das. Also es sieht aus, als wäre da gar nicht so viel drin in der Flasche. Ich sag 5. 5? Doch, die Farbe sieht schön aus. Ich gebe trotzdem nur 4. Es ist zwar klar, es ist kräftig, aber ich gebe nur 4 aus Prinzip. Immer dieses Prinzip. Was ist das überhaupt? Geschmack gebe ich 2. Bin ja frech unterwegs. Ich sag 4. Schmeckt, aber hat nicht wirklich was Besonderes. Ich kann dazu nicht mehr sagen, das ist der Elektrobus gewesen. Der kam das letzte Mal zu spät hoch. Was ist denn mit deinem Geschmack? Du mit deinem Geschmack immer. Monsieur Fondandelle. Also, das ist halt auch kein Suffbier, das ist ein Genießerbier. Das muss man mögen. Geschmack würde ich sagen. Doch, man kann schon. Ich würde jetzt 4 Punkte geben. 4 Punkte. Das ist schon, also von dem habe ich schon ein schlechteres Bier. Um euch unter Druck zu setzen, zeige ich euch das schönste Bier der Welt. Das habe ich nämlich mit dem Hannes in der X-Maas getestet, in der Glüh-Maas getestet, beim Weihnachtsspecial letztes Jahr. Ihr seht hier oben schon Kronkorken. Das ist goldig, das ist mit Wappen. Das ist hier mit Banderole, das ist nochmal mit Wappen. Das ist hier nochmal mit schönem Aufdruck. Das sieht aus wie ein Glühwein. Vorhin war das noch was Negatives, wenn es aussieht wie ein Glühwein. Hier sieht es positiv aus, wenn es aussieht wie ein Glühwein, ist es Dura. Adura. Nürnberger Christkindelsmarkt, Bier original aus Nürnberg. Dura Weihnachtsfestbier seit 1855. Guckt euch das an, wenn es um Weihnachtsbier geht, sieht das schon gut aus. Hier steht auch noch. Der Frohe Weihnachtenbus ist gerade vorbeigefahren. Was ganz ehrlich. Als ich das Etikett gesehen habe, habe ich direkt. Das ist mir direkt aufgefallen. Das ist richtig schön. Ich gebe 5 Punkte. Ist doch goldig, ne? Deswegen. Hinten drauf steht, pass auf, Christkindelsmarktbier. Vorweihnachtlicher Genuss aus Nürnberg. Unser beliebtes Christkindelsmarktbier vereint kraftvolles, dunkles Malzaroma mit einer dezenten Hopfennote. Ein echtes Weihnachtsfestbier mit 5,7%. Ich gebe auch einfach 5%. 5%? 5 Punkte für dieses Etikett, weil das gefällt mir auch sehr gut. Ich finde das ist schön. Weil wenn ich das war ja auch schön, aber das ist ja nochmal viel präsenter und viel mehr, viel weihnachtlicher auch. Durch die Rotaromen auch kommen die da durch. Die Thomas Rode Aromen kommen da durch und deswegen. Grüße an Thomas. Aus Rote. Ich meine aus Gera. Der Kannibale von Rote Burg, also das ist auf jeden Fall auch mit dabei. Also nicht du nur. Du kriegst den Rest. Ich krieg den Schaum. Du bist der Schaum. Den stelle ich dir hier wieder her. Nicht nur das Etikett, sondern dann sind es noch 4. Gibt 5 Punkte. Farbe kriegt bei mir 4 statt 5, weil es ist klar. So, es ist kräftig, es könnte kräftiger sein und es passiert nicht viel im Glas. Also wenn man die Schrift wegnimmt, sieht es eher aus wie so Burning Man Flyer oder so. Also diese Blubberblasen drin sehen ja geil aus, Gott. Burning Man Flyer, kenne ich nicht. Prost. Grüße.
Ihr macht nur die Gläser kaputt, ich hab's schon immer gewusst. Ist das nicht das Ziel von so einem Absturz? Wie viele Kalea-Gläser hast du jetzt? Nee. Zwei? Zwei. Kannst du das nächste Mal dein eigenes mitbringen? Ich eigentlich hätte ich fünf, aber eins ist kaputt gegangen, deswegen habe ich nur noch vier. Die sind auch relativ dünn, aber ich habe bislang beide behalten. Weil je dünner die Gläser sind, desto besser schmeckt das Bier. Hm. Auch beim Geschmack sage ich fünf. Weil das Glas das Bier absorbiert? Keine Ahnung. In dem Wort absorbieren ist das Wort Bier auch noch drin. Genial. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt raus mit dem Bier, aber geschmacklich. Haust mich jetzt nicht von der Bank. Wir haben einmal fünf. Wir haben jetzt, was haben wir noch? Jetzt haben wir nur noch ein paar. Wir kriegen den Tag schon noch rum. Was gibt's denn für Geschmack? Ich würde dir vier geben. Vier? Gebe ich drei. So, habe ich mich hier mal gerettet. Nee, ich finde halt, das ist. Das wird ein bisschen fad, kommt da auf, ne? Und das mag ich nicht so. Und deswegen. Es kommt fad auf. Ja, das ist auf jeden Fall. Fad, der Furz, das ihr kennt ihn. Das kenne ich noch. Der Fad, ja. Ich glaube, das war bei Muttertiers Geburtstag habe ich das, glaube ich, getrunken. Jetzt kommt das Sternquell-Winterbier. Die Shania hat es schon mal getrunken beim Muttertier ihrem Geburtstag. Was habe ich denn gesagt? Weihnachtsbier. Das ist das Winterbier gesagt. Das ist aber Weihnachtsbier. Sternquell-Weihnachtsbier. Das hat mein Onkel immer gekauft. Der Dirk, Grüße gehen raus und hat gesagt, hier trink das mal, das mag ich nicht. Und dann musste ich immer, wenn 10 Flaschen rübergebracht hat und ich mal zu Hause kurz war, musste ich immer 10 Flaschen mitnehmen. Und immer habe ich den Leuten gesagt, trink das mal. Und da haben die das auch getrunken, die Shania auch, als sie da war mal. Und ich musste es auch schon trinken. Musste das über sich ergehen lassen, was voll brutal klingt, aber eigentlich dachte ich, dass es eigentlich ein gutes Bier ist. Ihr habt hier diesen Sheriffsorden als Deckel mit einem Mannequin drin. Ihr habt hier Sternquell Weihnachtsbier. Ihr habt hier unten nochmal Sternquell Weihnachtsbier. Sternquell ist präsent, das Wappen ist da. Ihr habt im Hintergrund trotzdem noch so eine Weihnachtshütte mit einem Baum. Es sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Ich würde jetzt hier trotzdem so 3 von 5 Punkte geben. Es hat halt was Weihnachtliches an sich. Was sagt ihr? Es sieht sehr pappe aus. Ich würde 2 Punkte geben. 2? Du? Du? Achso, von einem Etikett her. Du? Ich finde es so ein bisschen langweilig. Was? Na toll. Weihnachtsbier, ein vollmundiges, edles Festbier, etwas dunkler in der Farbe mit einer dezenten Hopfnote. Gucken wir uns das mal an. Und einem besonderen feinen Malzaroma, ein Bier für wahre Feinschmecker. Immer wieder zur Weihnachtszeit wird dieses ganz besondere Bierspezialität von unseren Braumeistern für nur wenige Wochen des Jahres eingebraut. 5,8%. Er freut sich, der Bierschanger. Für wenige Wochen. Oh! Oh! Die Farbe macht aber wieder mal. Die Farbe hat 6 Punkte. 6 Punkte. 5 mit Sternchen. Du kriegst wieder die Blöre. Ich krieg wieder den Satz. Mit Schaum. Ich muss bei dir zuerst einschenken. Du kriegst immer das wenigste. Ich schreibe. Ach, Scheiße, was kriegt denn da der? Links und rechts an Sack vorbei. Oh. Kettel an die Hose, du. Das kann ja gar nicht sein. Es ist auf jeden Fall kräftig, es ist klar, 5 Punkte, Farbe, gute Farbe von mir. Absolut. Hast du es vorher schon gewusst oder hast du es immer nur aus der Flasche getrunken? Das habe ich immer Flasche, ja. Ich schenke doch sowas nicht ein. Wir sind Flaschenkinder. Wer bin ich denn? Ne? Wir sind Flaschenkinder. Ja, so fisch. Da kannst du eigentlich gut trinken. Also du hast beim Trinken keinen komischen Geschmack. Nee. Beim Absetzen hast du auch keinen komischen Geschmack. Das ist ein gutes Bier. Mir wirkt es trotzdem ein bisschen leicht. Also nur 4 Punkte von meiner Seite aus. Ja, 4. Also 13,4 Grad Stammwürze. Ne? 4 Punkte definitiv, aber man kann es gut trinken. Lustig. Gib dem. Du gibst dem auch. Eine Punktzahl. Jetzt haben wir der Himmel der Bayern. Ein Hagerpschor. Grüße an Natururin. Superior heißt immer, dass es stark ist.
Superior Festbier. Ey, das hat 1516%. Boah. Nee, warte mal. Nach bayerischem Reinheitsgebot von 1516. Da habt ihr erstmal wieder eine Bügelflasche. Ihr habt hier so ein grünes Etikett. Hier, das sieht ja schon viel besser aus. Es ist so grün, aber es ist eine schöne weiße Schrift. Ihr habt ein schönes weihnachtliches, schneeverschneites Dorf. Hinten steht Superia. So festlich wie der Name, so festlich sind auch Zutaten und Geschmack unseres Superias. Feinste Malze treffen auf die edle Hopfensorte Tradition und sorgen für einen vollmundigen, körperreichen Genuss mit blumigem Antrunk und kernigem Abgang. Damit wird jeder Tag zum Feiertag. 6%, meine Damen und Herren. Ich würde für dieses Etikett 4 Punkte geben, weil dieses grünliche, verschneide, weihnachtliche Dorf macht mir schon trotzdem ein bisschen Stimmung, ne? 4 Ach, da unten ist ein Dorf. Punkte, ja. Guck hier mal, da ist hier das World Trade Center, hier ist der Big Ben aus New York, also aus England, und dann ist hier noch die Golden Gate Bridge. Oh, da gebe ich auch 4 Punkte. Ich alleine Punkte, weil es meiner Meinung nach nicht ist. 4, 3, wisst ihr Bescheid? Vorgelesen Hammer. Klang 5 Punkte. Einschenken können wir auch. Komm mal her, du Saubeidel, weil du hast immer das Wenigste. So, jetzt hast du aber mal hier Gurt. Das heißt, ich schenke den Rest bei der Genaya ein. Also es ist klar auf jeden Fall, sehe ich gerade, aber... Es ist klar, dass ich dir das meiste einschenke, deswegen... Ein klares Bier. Ich gebe da 4 Punkte. Auf die Farbe, ja. Da kann man mal Punkte geben. Ja. Für mich ist es ein bisschen zu hell. Also keine 4 Punkte, bei mir nur 3 Punkte für die Farbe. Ich bin ein Madagaskar-Man und deswegen würde ich sagen, Prost. Der Madagaskar-Man, okay, ja, ist klar. Wie heißt King Julian? I like to move it more. Wenn ihr noch mal müsst, aber sagt Bescheid, dann gehe ich noch mal mit. Aber ich muss sagen, wenn man eigentlich kein Bier durst mehr hat, geht das noch rein. Oh, das ist sehr, sehr mild. Wenn man kein Bier durst mehr hat, geht das noch rein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das kannst du gut trinken, aber es fehlt irgendwie was. Ich gebe auch 4 Punkte. Das ist ein leichtes Bier. Ja, 4 Punkte auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er sehr neugierig. Ja, komm, ich nehme auch 4 Punkte, dann habe ich sie endlich hinter mir. Ne? Muss ich nicht erst groß. Ich muss wegschütten. Muss ich nicht groß rumschnackseln. Deswegen, du. Wieso müssten ihr noch nicht aufs Klo? Ich muss schon wieder. Nicht lang schnacken, Kopf hinlacken. Weißt du, ich bin eine Frau, ich halte es aus. Ich muss nicht. Ich müsste es. Also. Was? Wir können mal eine kurze Pause machen. Ah, der Fahrer muss. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich weiß sowieso nicht, wie die Weiber das immer machen. Unsere Eier sind weich, weil wir sitzen den ganzen Tag drauf. So. Achso, ja gut, dann gut. Kurze Werbeunterbrechung. Dafür, dass ich gestern so viel Kopfschmerzen gehabt hatte, darauf erstmal ein Bier trinken. So, nach der nächsten Werbeunterbrechung kommen wir wieder zurück hier zum Fahrradtasting mit der Genaya. Guck dir das an, die Sonne ist weg. Das ist endlich super. Hier kommt zum Scheiß Sonne. Netto Bier. Störtebäcker Brauspezialität. Gibt es das im Netto? Ja, das Ganze im Netto. Das Winterbock. Störtebäcker gibt es auch bei uns im Edeka. Ich war ja schon öfters mal im Netto und sehe da immer nur so nix. Und dann haut der hier das störte Bäcker raus. Da kam kein Security, hat gesagt, das ist hier kein Bordell. Ja, die haben da nicht geschlafen. Das störte Bäcker. Das sollte man öfter mal machen. Winterbock. Herzhaft wärmend. 6,8%. Das ist auch wärmend. Das glüht auch. Ja. Der Störtebäcker Winterbock ist eine naturbelassene, saisonelle Brauspezialität mit Stammwürze 16,5, Genusstemperatur 9 Grad, Alkoholgehalt 6,8, helles Sommergerstenmalz und belgisches Spezialmalz sorgen für eine ausgeprägte Aromatik nach Honig
und Karamell sowie die intensive goldgelbe Farbe, kalte Gärung und die Reifung mit zusätzlicher Hopfenfarbe verleihen dem Bier einen weichen Trunk und die feine Aromatik nach süßen Früchten und Beeren. So. Also die Störtebeker Biere sehen ja gefühlt alle immer gleich aus. Da ist das Schiff vom Störtebeker, da steht oben Störtebeker. Dann habt ihr den Störtebeker Deckel aber immer in einer anderen Farbe. Dann habt ihr die Banderole in einer anderen Farbe. Hier ist sie jetzt gerade lila. Und dann habt ihr noch das Etikett, das ist ein bisschen bappig, aber eigentlich ist es sehr cool. Sieht aus wie ein guter Wein. Was gibst du der Brösel Fahrerpfand? Pfand. Das ist das klassische Layout mit einer anderen Farbe, dass man die unterscheiden kann. Und man kann die wirklich sehr gut unterscheiden. Deswegen würde ich sagen, es ist zwar grundsätzlich ein bisschen langweilig, weil die halt auch so sau viele Sorten haben. Man kann es aber gut unterscheiden von den anderen. Deswegen sage ich 4 Punkte, sonst hätte ich 3 gegeben. 4. Ich habe noch nie einen Störtebeker wirklich gesehen und auch nicht bewertet. Ich meine, das Logo sieht sehr, sehr schön aus, hat aber für mich nichts mit Winter zu tun. Deswegen gebe ich 2. Also ich meine, das erinnert sich nur der Rahmen, die Schrift und oben das und der Deckel. Ja eben, wir müssen ja nach Winterbier-Spezialitäten bewerten. Winterbier-Spezial, ich sage halt, ja, so wie ich das halt kenne. Nehme ich auch die 2, red mich raus und muss nochmal dazu sagen, damals mit meiner Mama und mit dem Klaus, da waren wir auch bei den Störtebeker Festspielen. Da gab es auch so einen Laden, da sind wir rein. Da gab es überall Störtebeker, alle verschiedenen Sorten. Ich habe mir da ein Sixpack so zusammengebraut aus 6 verschiedenen Sorten. Wir waren in so einem Hotel, wir sind dann zu den Festspielen. Da saß du auf einer Tribüne direkt vor dem Meer. Und da sind da die Schiffe lang gefahren und die haben sich gegenseitig wirklich abgeschossen mit Kanonenkugeln und das eine ist dann untergegangen und dann war alles plötzlich heiß und warm und laut und das war richtig spektakulär. Also die Störtebeker Festspiele, so geiles Zeug müsst ihr euch einfach mal angucken, das ist wirklich richtig genial. Okay, dann keine Ahnung, Ostsee, irgendwo an der Ostsee oder an der Nordsee, wahrscheinlich Ostsee, wenn ihr Ostsee sagt. Ich glaube Ostsee. Der hat nämlich da so ein Modal an der Ost oder Nord, aber wenn er sagt Ost, ist das Ost. Und da sind wir einen Tag dann dahin, haben uns das angeguckt. Da konntest du dann in dem Shop danach, konntest du die ganzen Biere auch erwerben, aber ich war ja noch ein kleiner Bubi. Das ist was für mich. Mal für den Fahrer, ist aber nicht viel übrig. Bevor ich es wegschütte, schüttet ihr es lieber rein. So, bitteschön. Das ist hier meine Lippen, von der Unterlippe hat er jetzt also hier die Abdrücke getragen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja komm, gib her hier, ich will ja nicht, das ist ja jetzt mein Fehler so. Ich kann nicht mehr so viel trinken. Was habe ich denn jetzt für das Etikett gegeben? Ich gebe für das Etikett... 2 hast du gegeben. 2 hattest du gesagt. Ja, ach, ich habe schon gegeben, verteilt. 4. Ich sag 4, also ich hätte nochmal so 3 gegeben, weil es... Aber weil man die, trotz dass sie immer das gleiche Layout verwenden, sehr gut unterscheiden kann und es gibt ganz, ganz viele, es gibt weit über 10 Sorten an Störtebeker, kannst du die unterscheiden. Deswegen sage ich 4. Deswegen gibt es für mich einen Punkt mehr, weil du die unterscheiden kannst. Und du sagst 5 für die Farbe. Ja, 5 für die Farbe. 5 für die Farbe, was sagt der Fahrer? Ach so, für die Bierfarbe. Des Fahrers Farbe. Da kann man gute Punktzahl geben. Also, 5, das wird echt eine gute Farbe. 5. Ich muss sagen, obwohl, das ist ein Bergbockbier, es ist schon ganz schön, sollte noch ein bisschen dicker sein. Eigentlich. Mir gefällt die Farbe nicht, es ist mir zu dünn, wenn ihr schon das Wort dick nennt, es könnte dicker sein, es ist mir zu dünn. Ich finde, es ist auch halt ein bisschen trüb, es ist mir nicht glasklar, es ist mir nicht kräftig genug, ich würde hier vielleicht 2 Punkte nur für die Farbe geben. Leider. Leider. Es kann schon sein, dass sie es weniger gefiltert haben und dann einfach Bockbier nennen oder so. Ich weiß ja nicht, die haben so viele Biersorten, nie im Leben kannst du so viele Biersorten brauen in großen Mengen. Das musst du durch andere, durch Verfahren hinterher. Punkt für mich, für den Geschmack ein. Ein Punkt für Geschmack von der Genaya. Kannst du nicht saufen? 10 Punkte für Geschmack vom Fahrer. Jetzt muss ich meins noch rausfinden. Nee. Denn der Nachgeschmack ist ja doch furchtbar. Es schmeckt gut. Aber man kauft sich einen Winterbock und man weiß, es schmeckt nach Bock und nicht nach nichts. Ja, von gut, daher hat es einen guten Geschmack. Also es ist kein ekliger Nachgeschmack, nichts. Aber was heißt gut? 5, 4, 3, 2, 1, meins. Oder ein großer Rümmel.
Ich gebe 2 Punkte. So, bevor der Fahrer was sagt, jetzt kommt er von seinen 5 Punkten endlich wieder weg auf die 4. Weil die anderen das nicht mögen, da lässt er sich bestimmt beeinflussen, oder? Und, oder was sagst du? 5, 4 oder 3? Ja, vielleicht hätten wir nicht vorher schon 20 Bier trinken sollen. Nee, es ist schon in Ordnung, das Bier. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das ist auch mehr als Schaum. Ja, das ist in Ordnung. Was ist ab? Das war der Störtebäcker Schaum, auf jeden Fall. Kommen wir wieder zur langweiligen Kategorie. Daguna! Daguna Matata. Hakuna. War ihr schon mal in Hildburghausen und habt schon mal den Gunnar getroffen? Dann sag immer nur Daguna, Winterbock. Keine Ahnung. Harmonisch, malzig, haselnussbraun. Das habe ich auf jeden Fall in Hoyerswerda gekauft. Dachte mir so, das geht's nur da oben. Und dann habe ich das in Suhl im Penny. Und da dachte mir so, alles klar. Feinste Biere aus der mecklenburgischen Schweiz. Wir haben auf jeden Fall einen von außen erstmal goldenen Kronkorken. Aber oben ist er gar nicht golden, er ist eher so vanillefarben mit so Zeug drauf. Dann habt ihr oben das Etikett, sieht aus wie ein Störtebäcker. Und dreht dann das rum, habt hier da Gunnar. So ein altmodisches, pappiges Bier. Bier? Nee, Bier. Bier, Papier. Papier, Papieretikett, genau. Ein pappiges Bier. Hin steht der Gunnar Winterbock. Harmonisch malziger Winterbock von haselnussbrauner Farbe und unverwechselbaren Charakter mit hochwertigen Zutaten und bestem Wasser aus der ursprünglichen Natur der Mecklenburger Schweiz nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. 7%. Aber ich finde das irgendwie langweilig, deswegen ich gebe nur 2 Punkte. Ja, 2. Der Fahrer gibt 2, die Shinaya gibt 2, alle geben 2. Das sieht aus wie Winterbier. Die Bianca freut sich über den Kessel, Kronkorken. Das sieht aus wie Pappe. Bianca freut sich über den Kessel, genau. Farbe sieht aber gut aus. Oh, jetzt punkten sie wieder hier. Wenn wir schon da verlieren, dann machen wir kurz noch mal schnell Farbe ins Glas rein. 5 Punkte für die Farbe, so. Sage ich jetzt schon. Ja, der Schaum ist auch dunkel. Es gibt zu viele 5 Punkte, glaube ich, für die. Nee, der Geruch, da weiß ich schon genau, dass ihr wahrscheinlich ganz, ganz wenige Punkte habt. Du gibst genauso, wie es ist. Ich sag 5. Ich stoße es einfach mal an, dass ich schon mal heimlich trinken kann, während ihr noch viel Farbe habt. Ist es herrlich. Das ist perfekt. Es ist klar, es ist 5 kräftig. 5 Punkte mit Sternchen. Ich würde auch 5 Punkte geben, das ist mir diesmal nicht zu dunkel, sondern perfekt. Es ist halt. Richtig pervers. Und deswegen gebe ich 5 Punkte. Ein perverses Bier. Sehr malzig. Würzig. Sehr hopfig, ja. Viel Hopf. Es brennt ein bisschen. Ja, auch eine gewisse. Ich denke die ganze Zeit, ich trinke irgendwie so eine Limonade. Limonade? Komische Limo. Na, so eine Limonaden-Nachgeschmack so. Irgendwie ich sag so. 3 Punkte. Weiß ich nicht. Das ist ja gut. Das schmeckt auf jeden Fall als Winterbock ganz anders als alle anderen Winterbiere, die wir bis jetzt hatten. Schmeckt nämlich mehr wie Iber. 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 Wie das Grüne. Das hast du noch nicht verkostet, oder? Was ist dir mitgegeben, die Dose? Nee, die Dose habe ich noch nicht getestet, du. Die Flasche auch noch nicht, ne? Das, was wir letztes Mal getestet haben. Was wir gestern getestet haben. So schmeckt das doch, oder nicht? So ein bisschen. Das sieht auch sehr dunkel aus. Ja. Das schmeckt so aus, ne? Ja, ja doch, so aus, vom Geschmack her, ja. Kann man vergleichen. Ich bin schon durch in der Möhre. Also es ist sehr bierig. Es ist Bier. Es hat irgendwie einen vollmundigen Geschmack, um das Wort mal zu nutzen. Es hat aber irgendwas anderes dabei, was mich irgendwie an was erinnert, was nichts mit Bier zu tun hat. Irgendwas, ja, irgendwas Softdrink-mäßiges. Das vermischt verschiedene Komponenten zusammen. Ich finde es eigentlich recht interessant. Ich würde wahrscheinlich 4 Punkte geben noch. Ich sag 3. Weil ich finde es halt interessant. Es ist sehr interessant und deswegen gibt es von mir 4 Punkte dafür. Ich sag 3. Ich glaube, das ist nämlich. Wurscht ist es nämlich. Ja, so. Das ist voll wurscht. Aber ganz ehrlich, ich bin froh drum, wenn ich eine Flasche davon getrunken habe. Deswegen nur 3 Punkte.
So, bist du fertig oder was? Nee. Oder wie oder wo oder was? Eine kurze Pause machen. Nee. Das ist doch nur noch Ace. Und ihr schon Bier strudeln? Das Ace ist aufs Bonusbier. Guck. Oh, jetzt kommt's Bonusbier. Aber wenn der Fahrer nicht mehr kann, dann machen wir mal die Kamera an und sagen, das ist die Shania. Moin. Das ist die Sonne mit die Busse. Hier kommt die Sonne. Das haben wir jetzt probiert. Das ist ja gut. Das sind 10. Da habt ihr nochmal 10. Und da hinten steht noch das Bonusbier vom Fahrer, aka Miss Meister August, Adlerson Pictures Productions. Komm, lass das denn. Jetzt macht er das Scheißbier selber auf. Das den lassen wir jetzt mal fliegen. Das ist schon wieder zu viel. Das ist schon wieder zu viel. Wenn du Meister August bist, dann musst du auch die Pizza dann essen. Die schärfste Pizza in Dresden. Das war schwach. Den musst du aber wiederholen. Den hole ich jetzt. Während du jetzt so laberst, hole ich jetzt den Grundwagen. Wir wollten ja heute 20 Winterbiere testen. Ich glaube, wir haben das auch irgendwie so gemacht. Auch wenn wir zwischendurch mal kurz Pause machen mussten zum Urinieren. Das ist wichtig. Ihr wollt ja nicht sehen, dass da nichts ist. Und jetzt hat der Fahrer vorhin schon gesagt, also eigentlich haben wir die Biere geordnet nach Alkoholgehalt. Es wurde also von wenig immer mehr. Das letzte Bier, was wir hatten, hatte immerhin 7,0%. Dann ist noch die Hälfte drin. Guck. Ja, was echt? 7,0%. Eigentlich steigert sich das, aber das allerletzte Bier ist ein Bonusbier, weil das ist das 21. Bier. Das ist auch wieder ein Störtebäcker. Ihr habt also wieder einen Kronkorken Störtebäcker in Rot. Das sieht gut aus, muss ich schon sagen. 5 Punkte dafür. Dann ist es ein Glühbierpunsch, wärmend fruchtig mit 5,0%. Ist also Standardprozent, ist hier aufgetragen. Ich habe ganz viel Schrift und ihr habt dieses typische Störtebäcker-Etikett. Was habt ihr vorhin gegeben fürs Störtebäcker-Etikett? Ja, die Zuschauer wissen es. Miku, du bist gefragt. Miku. Was haben wir? Wir müssen jetzt die gleichen Punkte theoretisch auch vergeben. Ich habe gesagt 4, weil 3, weil es langweilig ist, aber das vierte, den vierten Punkt kriegen sie, weil die kannst du alle unterscheiden. Die haben alle das gleiche Layout, sehr gleich. Du kannst sie trotzdem alle unterscheiden. Hör mal, das letzte Winterbier von denen hat er wenigstens eine schöne Farbe. Rot ist. Ja, man kann es als Winterbier bezeichnen. Das andere war lila oder so, ne? Ja, lila. Am Ende möchte ich auch nochmal mal also, lila. Da gebe ich nur einen Punkt, ganz ehrlich. Das war lila, das war rot, ne? Das ist doch kein Störtebäcker. Ein Punkt. Glühwein, welche Farbe hat ein Glühwein? Oder das, Punsch? Ja, aber das ist doch kein Glühwein. Glühwein, Punsch. Rot, wenn noch ich an Glühwein. Den Glühwein denke, deswegen. Hier steht auf jeden Fall drauf. Punsch, du wirst dich nicht. Ja, was? Egal, hallo, ich hier, denke, Alfred. Das ist Winterbier. Das sieht nicht wie Winterbier aus. Punsch. Für mich ein das Punkt. Das ist Punsch. Glühbierpunsch ist eine untergärige. Ja, so. Glühbierpunsch ist eine untergärige, winterliche Brauspezialität. Genuss, warm oder kalt, Alkoholgehalt 5%, helles Gerstenmalz und die kalte Gärung. Gebe dem Bier das vollmundige und spritzige Mundgefühl, die tiefrote Farbe und der Duft reifer Holunderbeeren sowie die winterliche Aromatik prägen den einzigartigen Charakter. Dezente Hopfung lässt die fruchtigen, süßen Noten voll zur Gärung zur Geltung kommen. So. Ich muss dazu sagen, ja, jedes Bier, also wenn man mal Texte liest, sag ja immer, wir sind die geilsten. An der Stelle möchte ich aber dann auch noch mal was erzählen. Jetzt kommt nämlich eine Ausschweifung und auch der Grund, warum ich das ohne Busse durchgefahren ist, als letztes genommen habe. Warum ich das als letztes nehmen wollte. Nämlich, ich war 2019 in Belgien, da geht's eine Belgien-Tour. Eigenwerbung! Und dort. Nein, das hat damit nichts zu tun. Doch. Und Weltkulturerbe für Bier ist in Belgien. Und ich bin mit voller Erwartung, dass es da richtig geiles Bier gibt, besser als in Tschechien, hingefahren. Und habe dann festgestellt, Weltkulturerbe Bier ist, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, ich lese es gleich nochmal vor. Die haben gleich ein Biermischgetränk mit 95% Bier und 5% Getränkesirup. Das ist Weltkulturerbe Bier
Belgien Weltkulturerbe. Ich weiß nicht, ob da Steuergelder versenkt werden. Die mischen Bier mit Saft. Das ist kein Weltkulturerbe für mich. Das schmeckt ehrlich, scheiße. Deswegen habe ich gesagt, ich will das zuletzt, weil das halt nicht so gut schmeckt. Obwohl, ich muss sagen, das hier schmeckt besser als das, was man in Belgien kaufen kann. Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon mal Belgien-Biere geprobiert und die haben immer sehr hohe Prozente. Aber ich muss sagen, vom Geschmack her, 1A. Dazu habe ich auch schon mal was gesagt. Die Biere sind super lecker. Das ist halt süßes, sag ich dann, ja. Ja, alleine, ja, wie du schon sagst, mit dem Fruchtgehalt. Mir persönlich, Weltkulturerbe fährt man lieber in die andere Richtung, Richtung Osten. Ja. Habe ich auch schon Zeug. Die Belgier wissen, wie es geht. Die mischen das Zeug rein, so dass es schmeckt. Ja. Ich fülle mir etwas ein. Besser wie die Polenbiere. Polen und Tschechien sind ganz unterschiedliche Sachen. Oh, rot. Oh mein Gott. Boah. Das ist Punsch. Was ist das denn? Ja, wobei, stimmt, das ist kein Bier mehr. Ja. Das heißt Glühbierpunsch. Rotwein im Glas. Oh, das ist wirklich ein Bonus. Ah, oh, das ist eine schöne. Aber Frage. Das ist so besonders, dass ich glaube, wir müssen 5 Punkte geben direkt, weil wir. Hör mal, das ist 5 plus 3 nee, Sterne. Also, wo ich das gekauft habe, dachte ich auch, das ist Scheißdreck, aber das schmeckt. Das ist sogar klar. Hast du nicht gerade die ganze Zeit dich dagegen ausgesprochen? In Belgien gibt es das nur und das ist scheiße. 5 plus das ist, aber das hatte, die haben halt ein bisschen experimentiert und haben dann eine richtig schöne weinrote Farbe. Wenn man das jetzt warm machen jetzt fürs Etikett geben? Das schmeckt wie Punsch. Oh, das ist Etikett? Ich bin bei 4. 4? Störtebäcker kriegt von mir 4. Nehme ich 3. 4, 2, 3, fertig, zack. Also, dann so Farbe. Es ist knüppelrot, oh, schön. Es ist richtig glasklar, es hat eine kräftige Farbe. Herrlich. Ich glaube, ich gebe 5 Punkte. Darauf steht die Kamera noch. Ich sag 5 Punkte mit 3 Sternchen. Das ist ja kein wirkliches Bier mehr, wenn es so rot ist, aber es ist herrlich. Das ist Weltkultur. Wenn jedes Bier, was ich trinke, so aussieht, dann würde ich mehr trinken. Ja, deswegen. Definitiv. Weil das sieht schon richtig cool aus. Also wenn du da so ein Glas vor dir stehen hast und so eine Farbe, denkst du, oh geil. Boah. Und dann langst du das einfach zu. Zum Trinken ein. 5 Punkte für die Farbe wegen diesem Rot. Das ist cool. Danke. Dankeschön, dass das das Bonusbier ist. Dass du das überhaupt Bonusbier mitgebracht hast, dabei das hast oder überhaupt. Also das ist. Als winterliche das ist Winter, schon Winter Special mit XXXX, keine Ahnung wie viele. Das ist ein Winterbier. Oh, wie herrlich lecker. Mhm. Das ist so würzig, aber auch lecker. Aber wenn du das getrunken hast, dann möchtest du die anderen alle nicht mehr trinken. Deswegen habe ich gesagt, wir machen das zuletzt. Verstehe ich nicht. Auch, allerdings hat aber auch nichts mit Bier zu tun. Wie schmeckt sie denn? Es schmeckt gut. Das ist gut. Oh, lecker. Hast du es nicht gerade schlecht geredet? In Belgien habe ich ein paar verschiedene Biere probiert. Die haben alle nach Mist geschmeckt. Und das. Wobei, das, was in Belgien als Weltkulturerbe für Bier verkauft wird, ist das da hier. Geil. Du hast ja gesagt, das ist Punsch. Das ist ja kein wirkliches Bier mehr. Hier steht Glühbierpunsch drauf. Das ist halt. Es hat nur 5,0 Biermixgetränk mit Bier. Das ist das ganz normale Biermäßige. Einfach nur Bier mit. Ja, ich möchte auch vorausgreifen. Also neben 5 Punkte fürs Farbe gebe ich auch 5 Punkte fürs Geschmack. Und weil ich finde, das schmeckt. Fürs Protokoll, ich bin der Erste, der leer hast. Das schmeckt so gut. Aber ich muss das genießen. Das schmeckt irgendwie so fruchtig, ein bisschen süßlich. Ich habe aber. Bierig, aber lecker, einfach richtig genial. Das ist zum Genießen. 5 Sternchen. Ich habe aber noch ein Bonusbier. Wie noch mehr? Kann man sich davon auch einen Kasten holen oder was? Kannst du das mal durchlesen? Aber wie viele hast du noch? Aber wir haben jetzt schon das Bonusbier gehabt, deswegen gibt es jetzt noch das Bonusbier Nummer 2. Schneidersweise? Schneider. Schneiderweise Aventinus Eisbock. Das ist auch wieder was Spezielles, Eisbock. Das wird dann normalerweise wird das runtergekühlt und dann bilden sich Eisschichten und das Eis ist aber nur das Wasser. Und du schöpfst das Eis nur ab. Also wenn ihr dachtet, ihr seid überrascht, weil wir ein Bonusbier haben, sage ich euch jetzt, ich bin überrascht, weil er hat noch ein Bonusbier, was wir gar nicht kannten. Und deswegen, ich bin der holt jetzt einfach dieses Ding raus.
von Schneiders Weise. Ich wusste nicht, es ist ein Bonus-Bonus. Eisbock Dub 09. Seht ihr den Kronkorken? Seht ihr das Etikett? Da ist mit Lila gearbeitet, ne? 5 Punkte. Ich gebe 5 Punkte. Ich habe das gesehen. Dann seht ihr so hier. Gefallen. Und dann ich hab, mir hat es erst von Weitem gefallen. Und dann habe ich erst angefangen zu lesen und dachte ich, das muss ich jetzt mitnehmen. Das ist genau das Richtige. Lila da oben ist der Graf von und zu. Der zeigt sich, Schneiders Weiße in der Mitte. Und unten steht noch die Scheiße, ne? Hinten steht drauf. Scheiße. Weizen-Eisbock 12%. Na gut, da stehen nur die Zutaten. Alkohol 12%, nicht ist wieder egal. Alkohol 12%. Also mir ist das schon wieder, das sieht aus wie so ein Cap oder wie so ein Mixery. Ich würde da trotzdem nur 3 Punkte geben fürs Etikett. Das ist für mich nicht irgendwie winterlich und feierlich. Das ist für mich als Bier, würde mich das ja nicht so ansprechen, weil ich eher denke, das ist ein Mixgetränk. Es hat 12%. Boah. Aber ich denke so, halt, es ist halt so ein Mixbier oder so. Das stand im Regal. Wenn du das siehst, denkst du, was ist das für ein Scheiß? Ich guck dir jetzt mal genauer hin. Das sieht doch nicht aus wie Winterbier, aber es sieht schön aus. Nein, das erste, das steht im Regal, denkst du, was ist das für ein Scheiß? Ich guck da jetzt mal hin und das ist, oh, Eisbock. Das ist wirklich selten. Hier ist eine Mucke. Der ist mal weggeschossen von deiner Hand. Beim Einschenken. Was ist das für eine Scheiße? Denk dran, du hast dein Glas etwas zu voll gemacht. Boah, da war gerade. Es ist nur eine kleine Flasche. Es ist nur noch Schaum drin. Ach so. Ich habe eine Fliege gesehen, die war besoffen. Genau. Das kommt dabei raus, wenn man nicht zählen kann. So, das ist der Fahrer. Ne? Warte, ich gebe dir noch was ab. Von hier. Das hast du jetzt auch vorhin. Ich hab hier gerade eine Fliege rum. Hör mal, selbst wir besaufen schon die Fliegen hier. So, die Farbe, wir haben sich glaub, das komplett geht. Durchgemischt. Die Farbe ja. Ist auf jeden Fall... Das ist deins, das ist meins, das ist ihres. Ich hab das wieder mal so geordnet, wie es ist. Also das Etikett hätte mich trotzdem nicht so überzeugt, ne? Er hat halt mal gelesen, was da draufsteht, ohne das Etikett zu benutzen. Und deswegen, ja... Also, wieso hast du eigentlich noch ein Bonusbier? Noch ein Bonusbier? Ein Bonus-Bonusbier hier. Ja, aber da bin ich selbst sicher. Eigentlich, du hast gesagt, das ist Bonusbier. Ich hab nur gesagt, das trinken wir als letztes. 2 Punkte. Das Bonusbier war eigentlich das erste Bonusbier. Das einzige, was war das. Punkte. Ist klar, ich bin schuld, wa? Aber, was gibt denn jetzt hier für die Farbe? Ich sag 2. Ich bin lieb. Das sieht aber echt aus wie Kohle, man kann nicht durchgucken. Es ist ein Weißbier. Das ist total undurchsichtig, das ist voll trüb. Es ist richtig dunkel. Ich sag 2 Punkte. Weißbier wird nicht gefiltert. Es ist so dunkel, ich erkenne gar nichts mehr. Nee, Weißbier. Das Weißbier wird normalerweise nicht gefiltert. Es ist trüb. Aber das ist doch kein Weißbier. Doch. Es ist so trüb, ich erkenne gar nichts mehr. Ich würde wahrscheinlich nur 1 Punkt für die Farbe geben. Die haben da 1 Punkt für die Farbe. Das ist doch ein dunkles Bock. Prost. Weizen, Malz, Gersten, Malz, Hopfen, Hefe, meine ich. Das ist ein Weißbier. Weißbier wird normalerweise nicht gefiltert. Es ist überraschend. Pilz wird normalerweise gefiltert, deswegen ist es klar. Man kann es nicht exen. Bei 12% kannst du das nicht mehr. Das schmeckt wie Kaffee wahrscheinlich. Ja. Alter, was ist das denn? Also das ist total wow. Das ist, wenn du Luft holst, wenn man Luft holt beim Trinken, ist das schon boah. Ja, holt von Luft beim Schluck. Boah. Ich atme zwischendurch. Aber ich atme beim Schluck. Ich muss obwohl diese präsente Kaffeenote finde ich eigentlich ganz interessant. Das ist aber kein richtig. Das ist kein typisches Bier, aber es aber ist. Da ist aber nicht eine Kaffeenote, sondern eher Schinken oder so. Schinken! Also, Schinken mag ich noch mehr als Kaffee, also 5 Punkte für den Schinken. Also ich würde davon nicht wirklich schnell und viel trinken können. Ich würde da 3 Punkte geben. Das ist so ein Genussbier, wo du den ganzen Abend an ein Bier schlägst und einen ganzen Kasten im Zimmer hast, weil du jeden Abend schinken möchtest. Das trinkt man einmal im Leben, so ein Bier. Ist das. Nee, das trinkst du einmal am Schinkenabend und deswegen sagst du dir, der Schinken war heute wieder fresh. Boah, also Eisbock ist halt 12%. Das ist eher so, das ist ein Bier für ein Video. Aber für ein spezielles Video. Für ein aber nicht hier. Ich sag nur hier, wir hier 60% Bier, was ihr da hattet, was gar kein Bier mehr ist, sondern Schnaps. Ach, das stärkste Bier der Welt, die 67,5%. Boah. Das kann man nicht trinken. Das,
Ich wollte es mal probieren. Also, die Flasche hat 1,87 Euro oder so gekostet. Aber das kann man nicht trinken. Also, man muss es mal probiert haben. Es ist was anderes. Schau mal, ich habe noch nie so ein Bier getrunken. Ich bin froh, dass ich das durch drei... Ich habe auch noch nie einen Eisbock getrunken. Ich kenne das Verfahren, Eisbock kenne ich. Das ist mal Bonus. Das ist ja, die Geschichte erzählt ja so, dass der Lehrling zu faul oder zu doof war. Jetzt rasch, ich erzähle doch gerade was. Dass der Lehrling beim Braumeister... dass der Lehrling beim Braumeister zu faul oder zu doof war, das Bier reinzuholen, da war dann Frost. Und dann haben die da halt auf den Decke draufgeschaut und dann sollte er das zur Strafe leer trinken und hat gesagt, das schmeckt aber richtig gut. Wenn der Götten muss, sagt Bescheid. Wir beenden das Video jetzt wahrscheinlich. Also es heißt Eisbock, ihr habt alle leer, ich nicht, ich kann in Ruhe leer trinken. Boah, wir beenden das Video. Du doch mal aus, oder was? Wir beenden jetzt das Video. Was ist denn mit dir los? Ich ex das jetzt nicht, ich trinke das gemütlich leer. Nee, du trinkst das jetzt für das Video. Was bist du deinen Fans schuldig? Wenn wir schon ausgetrunken haben, musst du auch trinken. Ich hab wohl Fans auf deinem Kanal. Ja. Die Genaya zum Beispiel. Einen hasse wenigstens. Die kenne ich. Aber tatsächlich habe ich Leute kennengelernt, die deinen Kanal durch mich kennengelernt haben. Und dann gucken die Videos an. Also, okay. Bei mir war es anders. Also du hast irgendwie ein oder zwei Abonnenten hast du jetzt von mir. So, was, so gucken die, das wieder. Was gucken die denn aber bei mir? Weiß ich noch nicht. Deine Videos. Nee. Ja, immer. Nee, wo du so scharfes Zeug frisst oder so, keine Ahnung. Okay. Das sind so Leute, die sind nicht so viel unterwegs wie ich und haben daher mehr Zeit um irgendwelche Fressvideos. Ich persönlich gucke mir die Fressvideos ganz selten an, weil das ist irgendwie so fressen, das sieht so unästhetisch aus. Ich guck mir das nicht an. Ich bin halt kein Topmodel. Ne? Nee, selbst bei denen. Ja, die essen ja auch nur so und mit Lipgloss, da sind die Lippen sehen dann irgendwie so aus. Keine Ahnung. Das ist. Ich habe keinen Bock mehr, ein Video anzugucken, wo jemand irgendwas frisst und dann. Was und sagt, wie es schmeckt. Wolltest du jetzt noch das Bier trinken oder wolltest du uns noch Geschichten erzählen aus dem Paulanergarten? Oh, zeig mal ein Verbrechen auf die Geschichten Flaschen. Aus dem Paulanergarten. Die Paulaner. Hatten wir. Nee, hatten wir nicht. Ja, erzähl mal eine Geschichte. 4%. Ich bin froh, dass ich nicht von jedem Bier eine Flasche trinken musste, weil das wäre nämlich viel zu viel, sondern dass ich mir stylen konnte, mit Leuten durfte, mit den Ramses, dass er auch mit teilnehmen durfte. Wir haben so viele Bier, also das wenn ich dann von der Flasche gekauft hätte, boah, ja. Das ist der Fahrer. Ich bin der Fahrer, ich habe Eisbock. Schneiderweiße ist mein Lieblingsbier. Da habe ich letztens im Kaufland eine Flasche noch irgendwie gekriegt. Das habe ich in die Gruppe geschrieben, wo ich gesagt habe, das schmeckt ja richtig geil. Also, wir wollen jetzt für euch zwei Flaschen nach oben bekommen. Nochmal kurz durchgehen. Einmal. Welche Biers hatten wir heute überhaupt? Wir hatten hier dieses Winterhopfen, guckt euch an, das ist das Winterhopfen, ne? Dann hatten wir dieses Jakob, das ist der Jakob, guckt euch den Jakob an. Sehr schönes Etikett. Würde ich mir vielleicht nochmal holen. Dann haben wir den Kapuziner, John Cena, weiß Bier. Das John Cena Weißbier war auch am Start. Leichheim, bisschen langweilig. Winter Traum, guck dir das an. Nix. Das hatten wir aber. Und dann hatten wir das Weltenburger Kloster Winter Bier. You can see me. Deswegen stellen wir das auch zurück. Kommen wir mal hier zum Flötzinger Weihnachtsbier, der Adventskalender für Kinder. Ja, genau. Wenn ich die zum Glätzen mache, das am besten als erstes. Damit man die Kinder. Dann seht ihr hier das. Breitenlissauer. Super tolles Etikett. Das sieht richtig stark aus. Das hat alles vereint. Das ist ein super gutes Winterbier. Gönnt euch das. Dann haben wir hier noch das Hupen
Hupendorfer. Ja, aber das ist ja auch nicht so die Wucht gewesen, da. Deswegen stellen wir das zurück. Das ist ja noch langweiliger gewesen. Das war auch HB. Ein Hof Freud. Von HB, da denke ich nicht an Bier. Winder Zwickel. Entweder Zigaretten oder an Bleistift. Das hat gar kein Etikett gehabt. Da kein Etikett. Das seht ihr nochmal nix. Das ist scheiße. Ja, HB, ne? Und HB ist in die mittleren, die hat ja eigentlich ist der Standard. Das hat doch nichts mit Winterbier zu tun, wobei man sieht das den Schnee. Ja. Und die Schneeflocken. Dann haben sie blau gemacht, wir haben sie nicht. Urfränkisches Wingerbier. Aber hier. Altenburger. Da kommen die Spielkarten her, die guten. Altenburger Winterbier. Das hat doch nichts mit Winterbier. Ich hab Senf, genug im Haus. Du mal weg. Dann haben wir hier. Das Festbier. Das ist der letzte Scheißdreck gewesen. Vom. Das schmeckt so, wie es aussieht. Langbräu. Langbräu, Winterbier. Weg mit dem Scheiß. Dein Scheißdreck kriegst du überall langweilig ohne Ende. Weihnachtsbier, das Mönchhof. Ist ein, das ist ein super schönes Etikett. Guck dir das an. Ja, weg nicht. Mit der Scheiße. Hau weg die Scheiße. St. Georgenbräu, Winterbier. Denkst du sonst was, was es ist? Es ist. Schmeckt. Gut. Na gut. Das war super. Nürnberger Christkindels Marktbier. Super. Das Etikett. Ich würde es empfehlen. Das ist ein super geiles Bier. Je das besser geht, das Etikett. Das gibt's überall. Je besser das, das Bier. Sternquell Weihnachtsbier. Dann haben wir jetzt Hacken. Hackabschor, Superia, Festbier. Das mache ich mit Absicht. Guck. Störtebäcker. Winterbock. Dann haben wir da. Da. Das Mac-Pum. Daguna. Das hat auch nichts mit Winterbock. Das war wirklich Schrott. Ja, jetzt. Das, falls euch das geht noch. Warte. Störtebäcker. Glühwinderpunsch. Das sollte eigentlich das Bonusbier sein. Das war aber geil. Aber wir haben noch ein zweites Bonusbier gemacht. Das hat nichts mit Bier zu tun. Nee. Aber dann hat der Fahrer noch dieses Schneiderweise rausgeholt. Das war sehr interessant. Aventinus Eisbock als Winterbier. Ich bin froh, dass, man das, dass ich das teilen konnte und ich alleine saufen musste. Ja. Ganz ehrlich, weil das ist ganz schön 12%. Das ist so, wie wenn du drei Bier trinkst fast. Gut, das ist eine 0,33er Flasche, das ist wie wenn du zwei Bier trinkst. Das ist der Fahrer. Und wir beenden jetzt wahrscheinlich das Video, oder? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Bis denne. Genau.